Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen aus dem kleinen Sendesaal des Landwirtschaftsverlages zum digitalen Forum Dorfideen mit Weitblick. Ein Forum, das wir gemeinsam mit dem Westfälischen Heimatbund durchgeführt haben in den letzten anderthalb Jahren. Wir, das ist die Redaktion des Wochenblattes für Landwirtschaft und Landleben. Kernfrage war vor allem: Wie ist die Lage im ländlichen Raum? Wie sieht es in den Dörfern aus? Wie sieht es mit der sozialen Fürsorge aus, mit Fragen der Mobilität, mit Fragen der Kultur? Und wir wollen uns heute Abend ein paar Gedanken machen, diskutieren über Fragen, die gerade im ländlichen Raum die Menschen bewegen. Und dass ich Sie heute Abend begrüße, ohne Maske, genauso wie alle anderen Gäste, die ich hier gleich begrüßen darf, hat schlicht und einfach den Grund, dass wir heute Abend alle getestet sind, sodass wir heute ohne Mundschutz sozusagen direkt zu Ihnen sprechen können. Ja, wie gesagt, Dorfideen mit Weitblick. Es erwartet Sie für etwa anderthalb bis zwei Stunden ein reichhaltiges Programm mit interessanten Gästen und ich bin einer der Moderatoren. Mein Name ist Gisbert Schrotris, Sie haben es gerade schon eingeblendet gesehen und ich darf damit gleich schon weitergeben an die zweite oder erste Moderatorin, Frau Eilers, Silke Eilers vom Westfälischen Heimatbund. Ja, herzlichen Dank, Gisbert Schrotris, für die freundliche Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, Sie heute Abend als Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes, Dachverband der Heimatakteurinnen und Heimatakteure in Westfalen, begrüßen zu dürfen, zu unserer Veranstaltung, mit durch die Veranstaltung führen zu dürfen. Ich werde im zweiten Teil dieses Abends die Runde zur Landwirtschaft moderieren. Ja, gleichwertige Lebensverhältnisse, das ist ein Schlagwort, das viel gebraucht wird derzeit, das wir aktuell immer wieder auch in den Medien finden. Aus Sicht des Westfälischen Heimatbundes bedarf es für die ländlichen Räume einer Gesamtstrategie mit Blick auf Themen wie Mobilität, Nahversorgung, auch kulturell, ärztliche Versorgung, neues Arbeiten und Wohnen sowie Nachhaltigkeit. Und da spielen eben Dorfideen mit Weitblick aus unserer Sicht eine ganz wichtige Rolle. Bei unserem Gemeinschaftsprojekt, das Herr Schrotris schon angesprochen hat, geht es also um einen ehrlichen Blick auf die Situation, auf die Defizite, die es durchaus gibt vor Ort, aber auch und insbesondere auf einen Blick auf die Potenziale ländlicher Räume als multifunktionale Orte der Innovation und Kreativität. Das ist das, was uns am Herzen liegt. Dass das nicht nur eine schöne Vision ist, dass es wirklich funktionierende Projekte gibt, das möchten wir Ihnen auch gerne heute Abend zeigen. Gerne übergebe ich nun das Wort an Herrn Matthias Löb. Herr Löb ist Vorsitzender des Westfälischen Heimatbundes und zugleich im Hauptamt LWL-Direktor und er wird uns jetzt im Namen der Kooperationspartner eine Einführung geben. Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie gesagt, mein Name ist Matthias Löb, Hauptberuf Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Das ist ein großer Kommunalverband. Heute spreche ich zu Ihnen aber als Vorsitzender des Westfälischen Heimatbundes, der Dachorganisation aller Heimatakteurinnen und Heimatakteure in Westfalen. Ich darf Sie natürlich auch herzlich im Namen unseres Kooperationspartners des Wochenblatts für Landwirtschaft und Landleben begrüßen. Ja, aktuelle Untersuchungen stellen fest, die Menschen zieht es seit einiger Zeit wieder raus aus den Städten, aus den Metropolen und aufs Land. Nach Studium oder Ausbildung in der Phase der Familiengründung ist das Leben in Kleinstädten oder Dörfern für die einen oder den anderen plötzlich wieder attraktiv. Und dazu hat sicherlich auch die Corona-Pandemie und der damit verbundene Wandel der Arbeitswelt hin zu mehr Flexibilität, etwa durch Homeoffice oder Coworking Spaces, beigetragen. Mittlerweile wissen wir alle, es gibt nicht den ländlichen Raum als einheitliche Kategorie. Da muss man schon genauer hingucken, weil man sonst zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Da stehen beispielsweise dünn besiedelte, schrumpfende Regionen mit hoher Abwanderungsquote neben dicht besiedelten, wachsenden Bereichen mit fließenden Übergängen ins Kleinstädtische, um nun mal zwei Typen herauszugreifen. Stadt und Land sind nicht immer klar voneinander abzugrenzen. Die Regionale 2022 in Ostwestfalen-Lippe hat dafür sogar einen eigenen Begriff kreiert, das sogenannte Urbanland. Dörfer haben sich mit dem Strukturwandel der Landwirtschaft grundlegend verändert. Land ist schon lange nicht mehr gleichzusetzen mit Landwirtschaft und bäuerlichen Lebens- oder Siedlungsformen. Regionen wie das Münsterland, Ostwestfalen-Lippe oder eben das Sauerland bieten zwar Raum für Land- und Forstwirtschaft,
Sie sind aber heute vor allem Heimat von Hunderten von bestens aufgestellten mittelständischen Unternehmen, die qualifizierte Arbeitsplätze anbieten und entscheidend zur Wertschöpfung in unserem Bundesland beitragen. Ländliche Räume sind vielfältig strukturiert und überdies auch ständig im Umbruch. In der öffentlichen Wahrnehmung variiert das pauschale Bild vom Land jedoch nicht selten zwischen den Polen abgehängte, gar sterbende Dörfer auf der einen Seite gegenüber sentimentaler Landidylle und Orten alternativer Lebensweise auf der anderen. Sicherlich bringen globale Wertschöpfungsketten, das Älterwerden eines immer größer werdenden Teils der Bevölkerung, der Klimawandel und die Digitalisierung gerade auf dem Land besondere Herausforderungen mit sich. Wir möchten es aber mit Ihnen, meine Damen und Herren, heute Abend nicht bejammern, sondern wir möchten einen frischen Blick auf ländliche Räume jenseits von Klischees werfen. Ich bin überzeugt, ländliche Räume haben ein großes Potenzial. Und da geht es nicht nur um die Produktion von Lebensmitteln, geht es nicht nur um Biogas oder Windvorranggebiete, da geht es nicht nur um Naherholung und Tourismus, sondern es geht beispielsweise auch um Dörfer als Orte des sozialen Zusammenhalts und als Ideenschmieden für vitale Lebensräume. Für die Lebensqualität vor Ort spielt häufig bürgerschaftliches Engagement eine entscheidende Rolle. Das zeigt sich gerade auch in Westfalen. Hier werden kreative Ideen geboren, hier wird angepackt und hier wird Verantwortung übernommen. Der Westfälische Heimatbund und das Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben haben sich in ihrer Kooperation gemeinsam auf den Weg gemacht, diese zukunftsfähigen Dorfideen mit Weitblick aufzuspüren und bekannt zu machen. Das sind Ideen und Konzepte, aber manchmal auch schon verwirklichte Projekte von Vereinen, Bürgerinitiativen oder auch Nachbarschaften, zum Beispiel zu Kulturangeboten, zur Mobilität im ländlichen Raum, zum Naturschutz oder zur Umnutzung von Gebäuden. In seinem zweijährigen Themenschwerpunkt Zukunft der Dörfer, genau in den Pandemiejahren 2020 und 2021, ist dem Westfälischen Heimatbund daran gelegen, daraus in Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Praktikern Bausteine für eine Gesamtstrategie ländlicher Räume abzuleiten und auch an politische Entscheider zu adressieren. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner möchten wir all jene stärken, denen die Entwicklung ihres Ortes am Herzen liegt. Dorfentwicklung, das möchte ich hier noch einmal ausdrücklich betonen, ist für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und für die Stabilität unserer Demokratie von wesentlicher Bedeutung. Dabei sollte jedoch eines nicht aus dem Auge verloren werden. Ziel aller Entwicklung muss es sein, die Beteiligung von Bürgern und freiwilliges Engagement zu unterstützen. Das Ehrenamt darf aber nicht der Lückenbüßer für den Rückzug des Staates sein. Unser Kooperationsprojekt besteht aus drei Elementen. Es wird eine kleine Wanderausstellung geben. Wir haben heute unsere digitale Tagung und alle Erkenntnisse werden dann in eine Handreichung zu Projektabschluss fließen. Heute wollen wir in den Blick nehmen, was gerade aktuell auf dem Land passiert. Welche tragfähigen Ideen entstehen in den Dörfern und auf den Höfen für eine nachhaltige Entwicklung in den sogenannten ländlichen Regionen Westfalens? Was läuft gut? Wo gibt es aber auch Probleme? Frau Eilers hat es gerade schon angedeutet. Und was braucht es an Voraussetzungen, damit Engagement funktionieren kann und Zukunft hat? Wir wollen uns auf zwei Themen konzentrieren. Zunächst möchten wir darüber diskutieren, wie ländliche Räume und bürgerschaftliches Engagement digital und vernetzt in die Zukunft starten können. In einer zweiten Gesprächsrunde beleuchten wir die Rolle der Landwirtschaft zwischen Ressourcenschutz und Wirtschaftlichkeit. Ich danke sehr herzlich den Referentinnen und Referenten, die uns heute physisch und auch digital mitnehmen. Ein großes Dankeschön gilt auch unseren Geldgebern. Vielen Dank der NRW-Stiftung und der Westfälischen Provinzialversicherung für die finanzielle Unterstützung des Projektes. Die NRW-Stiftung hat übrigens bereits viele gelungene Initiativen zur Belebung von Dorfmittelpunkten und Stadtquartieren gefördert. Heute wird der Präsident der NRW-Stiftung, Herr Eckhard Uhlenberg, auch als Gesprächspartner in der Runde zur Landwirtschaft teilnehmen. Ich freue mich sehr, dass uns nun die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Ursula Heinen-Esser, als Schirmherrin des Projektes auf virtuellem Wege begrüßt und wünsche Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen interessanten Abend.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltung zu dem Thema Dorfideen mit Weitblick. Ich freue mich sehr, dass der Westfälische Heimatbund zusammen mit dem Landwirtschaftsverlag Münster sich in einem Themenschwerpunkt mit unseren ländlichen Räumen, mit den Dörfern und der Rolle der Landwirtschaft befasst. Gerne habe ich für diese Initiative die Schirmherrschaft übernommen. Die ländlichen Regionen bei uns in Nordrhein-Westfalen sind in den letzten beiden Jahrzehnten immer stärker in den Fokus gerückt. Heute finden wir vor allem in den Ballungsrandgebieten wachsende Kleinstädte und Dörfer. Dieser Trend wird sich durch die Arbeit im Homeoffice auf jeden Fall noch weiter steigern. Dagegen gibt es auch abgelegene Räume mit Problemen bei der Aufrechterhaltung aller Infrastrukturen. In allen Regionen gibt es zum Glück Menschen, die sich bemühen, die in den Dörfern liegende Kraft für die Gestaltung der Zukunft einzubringen. Gerade in diesen ganz schwierigen Monaten, die wir erlebt haben, wird Unterstützung gebraucht. Es gibt ja bewährte und neue Fördertöpfe und Projekte in den Vereinen, Dörfern und Gemeinden sowie auch in den Regionen wachsen zu lassen. Wenn das dörfliche Leben bald wieder eine echte Gemeinsamkeit zulässt, ist viel zu tun, um die dringenden Herausforderungen der Zukunft überall und ganz tatkräftig anzugehen. Mein Haus und auch die anderen Ministerien der Landesregierung unterstützten gerne die guten Ideen, nämlich kleine und auch größere Dorfideen mit Weitblick. Heute geht es zuerst um ländliche Räume und Bürgerengagement. Sicher gibt es eine spannende Diskussion zwischen dem klassischen Ortsheimatpfleger und dem digitalen Bild des Smart Village. Zurzeit ist vieles in den Dörfern im Wandel. Wir haben jetzt die Chancen, Positives zu gestalten. In der zweiten Runde geht es um die Landwirtschaft, die weiterhin zwischen dem nötigen Schutz der Ressourcen und den Zwängen der Wirtschaftlichkeit steht. Sie wissen, dass dieses Thema der Kern einer intensiv geführten Diskussion ist. Dieser Knoten muss im Interesse aller Beteiligten und im Interesse der ländlichen Räume schnellstens gelöst werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute wertvolle Anregungen für Ihr berufliches oder ehrenamtliches Engagement für unsere Dörfer mitnehmen. Ja, und damit herzlich willkommen zur ersten Gesprächsrunde. Ländliche Räume und bürgerschaftliches Engagement, digital und vernetzt in die Zukunft. Ein sehr breites Themenfeld. Ich habe direkt neben mir stehen Friederike von Hagen aus Westbevern. Ich habe mich eben schon versprochen, ich muss mich schon sehr konzentrieren. Nicht aus Ostbevern, sondern aus Westbevern. Sie sind Vorsitzende des Westbeverner Krings. Und erzählen Sie ein bisschen von Westbevern. Wie groß ist Westbevern? Wo liegt Westbevern? Wir haben ja sehr viele Zuschauer über das Internet, die in ganz Westfalen, Nordrhein-Westfalen verstreut sind. Manche wissen das gar nicht. Also erzählen Sie uns ein bisschen. Ja, Westbevern gehört zu Techte. Also in Westbevern sagt man eher, Techte ist die Vorstadt von Westbevern natürlich. Ist sehr schön gelegen, sehr ländlich gelegen, 6 Kilometer entfernt von Techte. Ist wie viele Dörfer auch, hängt es an einer etwas größeren Einheit, was Vor- und Nachteile bringt für einen Ort. Der Westbeverner Kring ist ein älterer Verein inzwischen schon, entstanden aus einem Gewerbeverein, jetzt inzwischen aber ein gemeinnütziger Heimatverein. Und wir bewegen sehr viele Dinge für Westbevern, sind auch ein Stück weit Lobby für Westbevern, was auch jeder weiß. Also wir haben nicht irgendwie ein politisches Engagement, sondern wir sehen uns eigentlich als Sprecher für Westbevern, auch gegenüber Techte, aber generell. Also wir haben bei uns in Westbevern etwa 21 Vereine und sind vielfach so die Klammer über die Vereine, wenn wir irgendwelche Dinge regeln wollen mit der Stadt oder insgesamt mit der Politik zum Beispiel. Wobei wir selber nicht irgendwie politisch tätig sind. Also Sie sind im politischen Raum unterwegs, aber Sie haben mir im Vorgespräch auch erzählt, Sie machen zum Beispiel Dorfrallyes, um Ausbildungsplätze zu organisieren. Oder Sie haben mir berichtet auch von einer Krippentour, die Sie organisiert haben. Also solche Themen bearbeiten Sie auch? Ja, solche Themen bearbeiten wir, oder habe ich auch bearbeitet. Da muss ich aber sagen, das habe ich für mich selber gemacht. Ich war da berufstätig im Bereich Krake, krachtige Kern. Ja. Was starke Dörfer heißt, und das war im Zusammenhang mit der Euregio, mit den Niederlanden.
Und da habe ich auch verschiedene andere Dörfer betreut. Was mir natürlich entgegenkam, war, dass ich viel Erfahrung durch Westbevern schon erlangt habe und viele Dinge dann auch weitergeben konnte. Und solche Projekte, wie auch zum Beispiel so eine Kühlschrankliste, das ging durch alle Dörfer durch. Das müssen Sie erklären. Ja, was ist das? Wir haben festgestellt, dass es in keinem Ort eigentlich wirklich bekannt ist, welche Unternehmen es gibt, welche Dienstleistungen es gibt, was es überhaupt so im Umfeld gibt an Angeboten. Und haben daraus entwickelt eine sogenannte Kühlschrankliste, die sollte eben am Kühlschrank klemmen, sodass jeder einfach gucken kann, das und das brauche ich da und da muss ich anrufen oder Kontakt aufnehmen und das bekomme dann das, was ich haben wollte oder haben will. Und das haben wir auch in Ottmarsbocholt gemacht und auch in Dingsbaloh und Suderwick. Dingsbaloh und Suderwick an der holländischen Grenze. Also das war, zog sich wirklich durch alle Orte, dass eigentlich das Angebot nicht bekannt ist. Erstaunlicherweise, weil man sollte meinen, bei so kleinen Einheiten wäre es bekannt, ist aber nicht. Also ein vielfältiges Angebot sozusagen, Stichwort Vernetzung, durchaus mal ganz analog verstanden, aber eben auch digital. Und wir sehen, denke ich, aus diesem Beispiel, welche wichtige Rolle gerade diese lokalen Vereine und auch ein lokaler Heimatverein sozusagen ausfüllen kann und auch ausfüllt. Ich würde jetzt gerne mal die Frau Ahrens mit sozusagen aus dem Sauerland mit ins Boot holen. Ich hoffe, das klappt. Frau Ahrens, hallo, schönen guten Abend. Sie winkt uns allen zu. Schön, dass wir uns sehen. Wir haben uns ja neulich auch schon vorbereitend unterhalten. Sie haben ja sozusagen für die Regionale gewissermaßen den Überblick zu den Heimatvereinen im südlichen Westfalen, im Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land. Wie ist denn da so die Situation in den Dörfern und welche Rolle nimmt da nehmen da die Heimatvereine ein? Naja, also die Heimatvereine, die haben schon eine sehr wichtige Rolle bei uns hier in der Region in Südwestfalen, weil sie natürlich wirklich erstens miteinander vernetzt sind und weil sie sich einfach um die Belange der Dörfer kümmern. Mhm. Die Heimatvereine haben aber auch das Thema, dass sie natürlich schauen müssen, wie kriegen sie eigentlich jüngere Mitglieder nochmal in ihren Verein hinein, die eben die Arbeit, die viele, viele sehr engagierte Menschen bisher leisten, die diese Arbeit eben auch fortführen. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema, was nicht nur die Heimatvereine betrifft. Das betrifft sehr, sehr viele Vereine in ländlichen Räumen, sehr viele Initiativen. Und da wird es einfach in Zukunft jetzt auch darum gehen, wie bekommt man eigentlich die Vereine so aufgestellt, dass sie weiterhin attraktiv sind, auch für jüngere Menschen, auch für Menschen in der Rush-Hour-Phase ihres Lebens. Mhm. Und auch noch sehr viele, also Menschen, die wirklich so Anfang 20 sind zum Beispiel. Und da versuchen wir natürlich auch die Heimatvereine mit zu unterstützen. Auch im Rahmen eines regionalen Projektes zu schauen, also was muss eigentlich passieren, damit Vereine attraktiv sind. Aber die Bedeutung der Heimatvereine, auch für die ländliche Kultur, sage ich jetzt mal, die ist natürlich ohne Zweifel sehr groß. Da will ich jetzt noch mal kurz nachhaken. Also sind natürlich alle sehr stark engagiert und auch sehr unterschiedlich engagiert. Aber mich würde jetzt auch mal interessieren, gibt es bestimmte Vorzeigebeispiele, die Sie jetzt auch bestimmte Modelle sozusagen, die vielleicht für unsere Zuschauer, die übers Internet mit uns jetzt verbunden sind und zuschauen, die einen gewissen Vorzeigecharakter haben, Modellcharakter? Also das, ja, also es gibt natürlich sehr viele Beispiele von Projekten, die ehrenamtlich getragen sind, die zivilgesellschaftlich getragen sind. Die sind nicht immer unbedingt von den Heimatvereinen so quasi vorangetrieben, aber auch mit den Heimatvereinen vorangetrieben. Was ich aber ganz bemerkenswert finde, ist, dass es gerade, wenn es um das Thema Zukunft der Dörfer geht, wir hier in der Region Südwestfalen, also das ist ein Zusammenschluss aus 5 Kreisen, Soest, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Kreis Olpe und Kreis Wegen-Wittgenstein. Hier gibt es mittlerweile wirklich sehr viele Vereine, sehr viele Dörfer, in denen es sogenannte Dachvereine gibt. Dachvereine, die sich um die Belange der Dörfer kümmern und in denen Heimatverein, Schützenverein, Feuerwehr, Gesangsverein, wer auch immer, also ganz viele verschiedene Vereine, die es eben vor Ort gibt, organisiert sind und die dann gemeinsam überlegen, wie können wir eigentlich unser Dorf zukunftsfähig aufstellen, zum Beispiel, wie können wir Nahversorgung organisieren, wie können wir uns um unsere älteren Menschen kümmern, was für Möglichkeiten gibt es, unsere Kinder mit einzubeziehen und Ähnliches. Und das finde ich zum Beispiel total spannend, dass da eben nicht nur jeder Verein für sich selber
selber guckt, sondern dass man sich eben auch in Dachvereinen organisiert. Und dann gibt es natürlich wirklich auch so sehr konkrete Beispiele in der Region, wie in einem Dorf wird eine Grundschule leergezogen. Es ist klar, es gibt nicht mehr genügend Kinder, wo sich die engagierten Menschen im Dorf eben sofort Gedanken machen, halt, das war immer der Mittelpunkt unseres Dorfes. Wie können wir diesen Mittelpunkt eigentlich, diesen zentralen Ort, den wir bei uns haben, diesen Treffpunkt, wie können wir den eigentlich so erhalten, dass er für uns als Dorf auch noch ein Treffpunkt bleibt? Also es ist keine Schule mehr, aber wie kriegen wir das hin, dass es ein Dorfgemeinschaftsort wird? Und solcher Beispiele haben wir mehrere, wo man dann einfach sagt, entweder man schafft dort eben ein Dorfgemeinschaftstreffpunkt für Sport, Kulturangebote oder Ähnliches mit einer kleinen Gastronomie. Es gibt auch Beispiele, wo zum Beispiel kleine Kunstausstellungen geschaffen werden. Oder es gibt eben auch Beispiele, wo man sich als Dorfgemeinschaft auf den Weg gemacht hat, was uns auch ganz wichtig und sich gesagt hat, was uns auch wichtig ist, ist, wir wollen nicht nur irgendwas umbauen, sondern wir wollen das besonders machen. Und wir loben jetzt zum Beispiel einen kleinen Architektenwettbewerb aus, um gemeinsam mit dem Architekten zu überlegen, wie können wir diesen Umgestaltungsprozess eigentlich voranbringen. Also es ist ein Beispiel zum Beispiel aus Bad Berleburg, einer Stadt bei uns ganz im Südosten der Region, wo eben eine kleine Dorfgemeinschaft eines 700 Einwohner-Dorfes mit einem engagierten Architekten, der sich sehr gut mit bürgerschaftlichem Engagement auch auskennt und weiß, dass ganz viel in Eigenleistung entstehen muss, eben ein ganz, ganz tolles neues Dorfgemeinschaftshaus errichtet hat, was eben jetzt eben als Treffpunkt für das Dorf, aber für das Dorf selbst, aber auch für Touristen fungiert. Ja, vielen Dank. Ja, klingt total spannend. Ist ja richtig was los im südlichen Westfalen. Ich stelle mir aber vor, dass man sozusagen diesen Verbund, diese vielen Vereine in irgendeiner Form zusammenbinden muss und dass sie auch eine gewisse Beratung benötigen. Und da kommt, glaube ich, auch die Forschung mit ins Spiel. Ich begrüße hier im Studio Herrn Professor Harteisen, Ulrich Harteisen aus Göttingen von der Universität. Und er hat im Vorgespräch mir berichtet, dass Sie auch sozusagen eine Handreichung erarbeitet haben zur Beratung des ländlichen oder überhaupt des Ehrenamtes? Ja, wir beschäftigen uns tatsächlich jetzt schon fast 20 Jahre mit Fragen der Dorfentwicklung. Mhm. Und im Dorf hängt alles mit allem zusammen. Also eben wurde der Faktor Kultur angesprochen. Kultur ist ein Standortfaktor. Letztendlich für die Menschen, die dort leben wollen, wohnen wollen, aber zum Beispiel auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht dort ihr Unternehmen aufbauen wollen, die suchen eben durchaus nach den Standortfaktoren, nach den Qualitäten, die ihr Dorf bietet. Und unsere Forschung hat zunächst mal versucht zu analysieren, was bieten Dörfer denn heute noch? Also was sind die Stärken von Dörfern? Denn wir haben ja festgestellt, in den letzten durchaus 20, 30 Jahren gab es auch in der Forschung einen sehr stark defizitorientierten Blick. Man hat den Niedergang der Dörfer immer wieder beschrieben, man hat die Abwanderung, alles Fakt. Aber man kann natürlich auch das Glas halb voll sehen und sozusagen auf die Potenziale schauen. Und wo ist das Glas halb voll? Also wo sind die Stärken? Die Stärken sind ohne Frage, eben wurde schon angesprochen, die engagierten Menschen, die es nach wie vor in den Dörfern gibt und auch die in der Kultur engagierten Menschen. Und dazu gehören die traditionellen Vereine, die traditionellen Feste, die gefeiert werden. Dazu kommen aber immer mehr auch neue kulturelle Veranstaltungen. Die Kirche, die ein Ort ist, in dem Konzerte stattfinden, wir kennen das, der alte Hof, die Linde, unter der am Sommerabend gefeiert wird. Und wenn man das zusammenbringt, dann entsteht plötzlich eine neue Gemeinschaft. Denn Kultur hat diesen Integrationseffekt, bringt Zugezogene und Alteingesessene zusammen. Und so entsteht das, was man früher immer die starke Dorfgemeinschaft, die Kraft der alten Dörfer genannt hat, ist nicht mehr immer da, aber kann wieder entstehen. Und da hat Kultur eine ganz wichtige Funktion. Das Glas ist halb voll, Herr Löb. Als Landesdirektor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und vor allem eben auch als Direktor des Heimatbundes. Wie sehen Sie das? Ist das Glas halb voll aus Ihrer Sicht oder halb leer? Wo sind so die Stärken und die Defizite? Also ich bin erstmal ganz bei Professor Harteisen, dass sozusagen der defizitorientierte Blick, also man braucht einen realistischen Blick, aber dieser defizitorientierte Blick, der hilft nicht weiter, sondern man muss gucken, was sind die besonderen Qualitäten, warum gibt es ja auch eine übersteigerte Sehnsucht nach dem Land, mit der Tendenz, alles schön zu reden sozusagen. Das ist eben dieser Zusammenhalt, das ist das Anpacken, das ist dieses Gefühl, so das ist sozusagen meine Welt, ne, in der auch ich meine Kinder großziehen lassen möchte oder großziehen möchte. Also das ist sozusagen dieses Nahfeld, was
erlebt wird, was gestaltet werden kann und wo ich merke, ich bin mit ganz vielen Gleichgesinnten unterwegs. Und dann gibt es für jedes Dorf, gibt es natürlich auch bestimmte Eigenheiten, also man redet ja immer ein bisschen von Lokalpatriotismus, jedes Wort ist sozusagen unterscheidbar auch und ist auch stolz auf seine jeweils individuelle Tradition. Und dieser soziale Zusammenhalt, das ist eben das große Pfund, mit dem, sagen wir, Dörfer wuchern können. Ne? Also man spricht in dem Zusammenhang auch von sogenannten sorgenden Gemeinschaften. Das finde ich eigentlich ein sehr schön, sehr schönes Bild. Wir haben das vorhin gehört, dass man zum Beispiel Kinder genauso wie ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in Blick nimmt und sagt, für wie organisieren wir zum Beispiel einen Einkaufsservice für ältere Leute, die nicht mehr selbst ein Auto benutzen können, wenn eben kein Bus fährt. Jetzt mal als Beispiel. Und wenn man sozusagen aus dem, wo man sagt, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden, wenn daraus Gemeinschaft entsteht und eine Aktion entsteht und kreative Ideen entstehen, dann glaube ich, ist das schon wieder ein verbindendes Element. Und das erleben wir doch in sehr, sehr vielen Orten. Und wir sind ja in Westfalen, ich habe das ja vorhin gesagt, dass ländlicher Raum nicht ländlicher Raum ist. Wir haben immer so Schreckensbilder, wo also praktisch keine Kneipe, keine Schule, keine Post, gar nichts mehr da ist. Aber wir sind natürlich immer noch in einem relativ dicht besiedelten Bundesland. Aber wir haben schon die Realität, dass wir eben Orte mit 100 oder 150 Personen haben. Die gehören dann zu einer Stadt dazu. Aber in der Lebensrealität der Menschen ist das eigentlich der Lebensmittelpunkt, diese 150 Menschen. Und wir müssen überlegen, wie können wir es schaffen, wie können wir den Menschen Unterstützung geben, dass die ihr Schicksal weiter in die eigene Hand nehmen können. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, sozusagen Sie auch als Politiker gefragt, aber vielleicht als erstes nochmal hier an Frau von Hagen-Barken nochmal den Blick auf die kleine ländliche Kommune, die sozusagen der Hauptort von Telgte ist, oder wie haben Sie gesagt, der Vorort oder Vorort von Münster, oder Münster ist der Vorort von Westbevern, wie auch immer. Aber wie bekommt man das hin, dass das Glas halb voll ist, dass Sie sozusagen den Zusammenhalt stärken? Ganz konkret, wie bekommen Sie das hin? Ich glaube, das kommt durch viele Projekte, die wir zusammen gemacht haben. Also wenn jetzt gesagt wird, wie kriegen wir junge Leute ran, dass die auch mitmachen? Ja, wir haben eine ganze Menge junger Familien bei uns. Und wir haben jetzt vom Heimatverein initiiert die Windelzwerge. Die Windelzwerge sind Kinder, die noch nicht in den Kindergarten gehen, wo die Mütter sich aber vielleicht gar nicht kennen. Und die treffen sich zwei Vormittage in der Woche, lernen sich selbst kennen, die Kinder lernen sich kennen und gehen dann sozusagen schon mit diesem Fundus in den Kindergarten, was eine tolle Sache ist. Das ist jetzt ein Beispiel dafür. Oder, Entschuldigung, was machen wir noch? Wir machen zum Beispiel einen Frauenflohmarkt. Das ist die Sache, dass man in den Heimatvereinen oft wenig Frauen hat. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, also das ist eine wichtige Sache, müssen wir ansprechen. Und dieser Frauenflohmarkt, der findet abends von 8 bis 10 statt. Hinterher gibt es einen Umtrunk und jeder, für jede von den Frauen, die zahlt nicht für ihren Tisch, den sie da hinstellt, sondern sie bringt was mit für den Imbiss. Tolle Sache, alle möglichen Leute lernen sich kennen, die sich vorher halt noch nicht kannten. Und diese Art Projekte, glaube ich, die schweißen zusammen. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge größerer Projekte, wenn man jetzt dran denkt, dass wir also alle Vereine dazu gekriegt haben, mitzuhelfen, eine Straße zu bauen. Wir haben jetzt, ist stillgelegt sozusagen eine Grundschule im Ortsteil Fadrup. Die Grundschüler gehen alle in Dorf zur Schule und der Fahrradweg war nicht sicher. Der war zu schmal, ziemlich dicht an der Straße längs. Und wenn wir das jetzt versucht hätten, irgendwie mit Anträgen oder an die Politik zu gehen und so weiter, das wäre sehr langwierig geworden. Wir haben dann einen Antrag gestellt, dass wir die bauen. Und haben für Hand- und Spanndienste ganz viele von unseren Trinkrentnern. Das sind die, die meistens das machen, was wir so als Vorstand uns vorstellen. Die setzen das um. Wir haben den örtlichen Baubetrieb mit eingebunden, weil natürlich viele Dinge können wir nicht machen, sondern das muss natürlich professionell gemacht werden und es muss ja auch abgenommen werden. Die haben sich bereit erklärt, also auch unsere Leute mithelfen zu lassen. Alle Vereine haben mitgemacht und die Landwirte natürlich mit ihren entsprechenden Maschinen, die haben ja alles eigentlich da, was man braucht. Das war also zusammen sozusagen so ein richtiger, ja,
sowas bringt Zusammenhalt. Also es ist zusammen irgendwie gemacht worden. Man hat zusammen mittags gegessen. Die Frauen haben dann Essen rangeschafft und man hat zusammen manchmal auch geflucht, weil es nicht klappte. Aber hat sich auch sehr viel gefreut und solche Dinge, die schweißen einfach zusammen. Das hört sich total spannend an, aber wirft ja jetzt auch eine kritische Frage auf. Denn Sie haben ja im Prinzip eine Aufgabe übernommen und realisiert, die eigentlich kommunale oder staatliche Aufgabe ist. Sind Sie da jetzt sozusagen, wir haben das ja eben gehört von Herrn Löb, sozusagen der ehrenamtliche Lückenbüßer für den Staat, der sich sozusagen zurückzieht? Ja, man muss da sehr genau aufpassen. Man muss das austarieren. Also wir hatten vorher schon mal ein ähnliches Projekt gemacht mit einer Straße zum, mit einem Platz, der heißt Brinkerplatz, und einer Straße zum Bahnhof in Fahrdruck. Das war auch gar nicht so lange vorher. Und dann, als wir diesen Radfußgänger-Radweg Richtung Dorf für die Schüler gebaut haben, ist natürlich so, dass wir einen Antrag bei der Stadt gestellt haben. Die haben auch das Material gestellt und haben natürlich auch die Bauleute bezahlt, die zu bezahlen waren, und ist aber über unsere Konten gelaufen sozusagen. Also ist bei dem dann dritten Projekt war es schon so, dass das Diskussionen aufwarf, und auch irgendwo mit Recht habe ich nicht so bedacht, weil ich zwischendurch sozusagen Vorsitzende geworden bin. Die anderen Projekte waren vor meiner Zeit, aber es ist schon manchmal ein bisschen problematisch und man darf das nicht sofort einpreisen von den Kommunen, was sehr leicht mal passiert. Das ist mir in einer anderen Kommune von diesem Krake-Projekt auch passiert. Da wurde das von vornherein eingepreist, das, was die Ehrenamtlichen bringen. Statt zu sagen, dann wird es ein bisschen netter oder dies und das können wir dann machen, wurde es von vornherein für die richtige Arbeit eingepreist, und das geht nicht. Und Sie sind in Ihrem Fall jetzt vom Ergebnis ausgegangen, also möglichst schnell sozusagen diesen Weg. Also dieses, was wir da, vor allem dieser Fußweg, das war innerhalb von 6 Wochen fertig. Das sind 200 Meter Weg gewesen, also richtig gepflastert und alles, was man so dazu braucht. Also liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die uns jetzt vielleicht zugucken, man kann Fußwege in 6 Wochen ins Land bringen. Zumindest wenn genug Leute anpacken. Vielleicht auch in Sauerland. Wir schalten vielleicht nochmal rüber zu Frau Ahrens. Das würde mich mal interessieren. Wie läuft das da? Und vor allem, wie ist da das Spannungsverhältnis zwischen Ehrenamt auf der einen Seite und kommunalen, staatlichen, ich will mal sagen, ich bin jetzt kein Jurist, aber Pflichtaufgaben ja doch auch. Das ist ja ein gewisses Spannungsverhältnis. Einerseits ziehen sich bestimmte Bauprojekte doch sehr in die Länge. Also als Münsteraner denke ich zum Beispiel an die Bahntrasse von Münster nach Dortmund, die seit 80 Jahren geplant wird und seit 5 Jahren sozusagen die Herzen nochmal besonders bewegt, die immer noch nicht fertig ist. Gut, Heimatvereine sehe ich nicht, die eine Bahnstrecke bauen. Aber wie ist es so im Sauerland mit solchen Projekten und dem Spannungsverhältnis Ehrenamt und kommunaler Arbeit? Also ehrlich gesagt, ich bin selber schon auch so eine Verfechterin von so einem pragmatischen Ansatz. Also das Besondere an ländlichen Räumen und das, was ländliche Räume, glaube ich, schon auch attraktiv macht, ist eben, dass man Möglichkeiten hat, mitzugestalten. Mhm. Und dass man selbstwirksam auch werden kann. Dass man sich gedacht, wie soll unser Ort, unser Dorf eigentlich sein, dass es für uns, die Bewohner, schön ist. Aber im Grunde geht es ja auch um eine Gestaltqualität insgesamt, um attraktiver Lebensraum zu sein. Herr Harteisen hat es eben auch schon mal angesprochen. Und man muss natürlich so ein bisschen gucken, dass man dann nicht diesen Kipppunkt erwischt, wo wird ehrenamtliches Engagement oder zivilgesellschaftliches Engagement ausgenutzt. Ich selber stelle bei uns aber fest, in wirklich etlichen Kommunen, dass es ein sehr gutes Miteinander gibt zwischen den Kommunen und zwischen dem ehrenamtlichen Engagement oder dem zivilgesellschaftlichen Engagement. Also dass man quasi in Koproduktion zusammen bestimmte Themen, Wegeausbau, Internetausbau oder Ähnliches eben auch angeht. Es gibt auch Kommunen, die den Vereinen zum Beispiel dann auch mehr Entscheidungsfreiheit lassen. Die sagen, Leute, wir sind total auf euch angewiesen, wenn wir jetzt ein Projekt machen wollen zum Thema Kindereinbezug oder Dorfgemeinschaftshaus, wir schaffen das als Kommune nicht. Die kommunizieren das auch so ehrlich raus und sagen, ihr müsst damit einsteigen, aber ihr bekommt dann eben natürlich auch dieses entsprechende Mitspracherecht, und ich glaube, so kann es funktionieren. Dass man einfach als Kommune einfach erst offen und ehrlich transportiert, wenn ihr nicht mithelft, können wir es nicht machen, weil wir sind finanziell hinten vor, wir haben die Ressourcen nicht oder Ähnliches.
aber wir unterstützen uns nach Leibeskräfte und ihr bekommt dann eben eher mehr Entscheidungsfreiheiten. Es gibt auch Kommunen, die den Verein oder den Engagierten dann eben auch ein bestimmtes Budget dann zur Verfügung stellen, aber einfach so die personellen Ressourcen nicht bereitstellen können. Und ich glaube, das ist so ein Weg in die Zukunft, denn das ist ja eben das Besondere, diese Anpackermentalität, die wir, glaube ich, überall in Westfalen haben, nicht nur in Südwestfalen, die gibt es in Ostwestfalen, die gibt es im Münsterland. Und das macht eine große Attraktivität des ländlichen Raumes aus. Und wie gesagt, wenn wir attraktiver Ort bleiben wollen, wenn wir uns für die Zukunft aufstellen müssen, dann wird das nur funktionieren eben mit diesem bürgerschaftlichen Engagement, weil da einfach so viele Ideen auch sind. Da ist so viel Potenzial, da ist auch so viel Kompetenz. Es gab vor Jahren mal eine Studie vom Fraunhofer-Institut, die haben gesagt, das bürgerschaftliche Engagement ist eigentlich das kreative Milieu in ländlichen Räumen. Generationen gemischt, Geschlechter gemischt und Kompetenz gemischt. Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Potenzial. Und wenn es dann eben diese gute Kooperation mit den Kommunen geht, die muss man dann auch einfordern als Engagierte, glaube ich, wenn es die nicht schon von vornherein gibt, dann ist das eigentlich eine total gute Ausgangslage, um den ländlichen Raum eben nach wie vor attraktiv auch weiter zu gestalten und auch junge Menschen mit anzuziehen. Ja, vielen Dank, Frau Arndt. Vielen Dank nach Olpe. Ich habe so Ihr Wort von der Anpackermentalität im Kopf behalten und will nochmal Herrn Harteisen ansprechen. Anpackermentalität ist ja auch, wenn man so will, so eine Art Standortfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum. Wir haben eben gehört, einerseits Verkehr, Infrastruktur, Digitalisierung, aber eben auch diese weichen Faktoren wie, ich nenne es jetzt nochmal, Anpackerkultur. Wie sehen Sie das sozusagen, das Dorf als Wirtschaftsstandort? Wenn wir darüber nachdenken, Landwirtschaft haben wir gleich im zweiten Teil, aber den meisten Menschen fällt ja als allererstes Landwirtschaft und ländliches Handwerk ein. Aber ich glaube, die Situation hat sich doch sehr stark aufgefächert. Ja, tatsächlich, wir haben in einem Forschungsvorhaben mit dem Titel Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Dorf einmal genau hingeschaut. Was gibt es denn aktuell für wirtschaftliche Aktivitäten in den Dörfern? Und da waren wir ganz überrascht, dass der größte Sektor, wir haben es hinterher genannt, weitere Dienstleistungen. Also der Weg hin zur Dienstleistungsgesellschaft ist natürlich längst in Dörfern vollzogen. Und wenn man dann schaut, dann sind das die Gesundheitsberufe, die dann eine große Rolle, Kunst und Kultur schaffen. Dann sind das freie Berufe, Autorinnen, Journalisten. Natürlich gerade auch im Umfeld von Universitätsstädten wie Göttingen oder Münster, wo diese Leute rausgehen. Digitalisierung spielt da eine große Rolle. Und das Entscheidende ist ja, dass dadurch Arbeiten und Wohnen wieder an einem Ort stattfinden kann und plötzlich diese Menschen auch wieder Zeit haben, sich zu engagieren. Das große Dilemma in der jüngeren Geschichte der Dörfer ist ja, dass sie zu Pendlerdörfern geworden sind, dass die Menschen morgens rausfahren, abends spät zurückkommen und dass dann wenig Zeit für Engagement bleibt. Das ist die Normalität gewesen. Und ich sehe auch durch die Corona-Pandemie eine veränderte Wahrnehmung von Dörfern. Es wird wieder verstärkt darüber nachgedacht, Dörfer zu einem Ort von Arbeiten und Leben zu machen. Wenn es uns das gelingt, Wirtschaft wieder stärker in die Dörfer hineinzubringen und die Wirtschaft, die da ist, auch zu stützen. Wir haben in 19 Dörfern 676 Unternehmen festgestellt. Kein Bürgermeister hatte die auf dem Bildschirm, also auf seinem persönlichen Bildschirm, war völlig überrascht, was es da alles gibt. Und warum gibt es das? Weil die Menschen in ihren eigenen Häusern, in ihren eigenen Wohnhäusern aktiv werden, wirtschaftlich aktiv werden. Das ist die Tradition des Dorfes. Mischung, die Mischung macht's. Also sozusagen nicht im Gewerbegebiet findet die Wirtschaft statt, sondern mitten im Dorf, mitten im eigenen Haus. Und dahin müssen wir gehen. Das ist der Ansatz. Und das müssen Bürgermeister, kommunale Wirtschaftsförderung ganz stark befördern. Können Sie ein paar Beispiele nennen, so von Unternehmen, die Sie vielleicht besonders überrascht haben im ländlichen Raum? Ja, also ich wohne ja selbst in einem kleinen Dorf im südlichen Niedersachsen, aber das unterscheidet sich jetzt vom östlichen Westfalen gar nicht so sehr. Und bei mir vor der Haustür, da stand sehr lange ein Fachwerkhaus, das stand leer, das wurde abgerissen und plötzlich entstand da ein neues Gebäude. Ich bin hingegangen, ein Unternehmer. Und der kam aus dem Dorf und hat diese Fläche neu bebaut. Er ist Physiker und hat dort ein Hightech-Unternehmen für Farbspektralmessgeräte aufgebaut. Dann habe ich ihn gefragt, Mensch, brauchst du nicht die Uni als Nähe, Technologiepark? Nee, sagt er, ich wohne hier gegenüber. Und für mich war immer klar, Wohnen und Arbeiten gehört zusammen. Sollen doch die Ingenieure aufs Dorf fahren. Und das funktioniert. Jetzt fahren 16 Ingenieure morgens raus und einige wenige kommen auch aus der direkten Umgebung. Das ist so ein Beispiel, was mir auch in der Forschung wirklich ein Anstoß war, darüber nachzudenken, könnte das nicht ein gutes Beispiel auch für andere Dörfer sein, sozusagen ja, Gründungen auch in die Dörfer zu holen. Also auch wieder zurück zur Mischkultur, wenn ich das so nennen darf. Ja, also man könnte wirklich sagen, die Mischung war immer eine Stärke des Dorfes, nicht nur in der Wirtschaft, im Prinzip auch
sozusagen in der Vielfalt der Kultur, man kann das auf soziale Strukturen beziehen. Und darauf müssen wir wieder uns konzentrieren in der Dorfentwicklung, die Mischung wieder zulassen. Es gibt natürlich Tendenzen, die genau in die andere Richtung laufen, hier wohnen, dort arbeiten. Ich glaube, das ist ein falscher Weg. Man muss natürlich genau hinschauen. Nicht jedes Unternehmen verträgt sich mit Wohnen, das ist mir auch klar. Aber viele der neuen Dienstleistungen vertragen sich sehr wohl mit Wohnen. Sie hatten sich noch mal gemeldet. Ja. In West-Bevern scheint es auch zu brummen mit den Unternehmen. Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Bitte wir gerne. Haben zwei sehr große Unternehmen bei uns, Industrieunternehmen, die auch bekannt sind, sind so Hidden Champions, muss man sagen, und die sehr viel bewirken bei uns und die natürlich ihre Leute halten müssen auch, weil die da aus der Umgebung kommen und sagen wir mal, dahin ziehen tun natürlich welche, die nicht von da kommen, vielleicht eher nicht. Aber insgesamt, abgesehen von diesen zwei Betrieben, die sehr groß oder relativ groß sind schon, haben wir tatsächlich gefunden für diese Kühlschrankliste, weil wir das recherchiert haben, 220 Gewerbetreibende. In West-Bevern bei 4.800 Einwohnern in etwa. Sehr beeindruckend. Sollte man nicht unbedingt, kommt man nicht unbedingt drauf, Herr Löb, oder? So vom also ich sag mal, ich habe das ja vorhin schon in meiner Einführung gesagt, dass unsere ländlichen Räume sich tatsächlich dadurch auszeichnen. Wir haben ja nicht in Westfalen, jenseits des westfälischen Ruhrgebiets, nicht die großen Oberzentren, sondern wir haben viele kleine Städte. Und in diesen kleinen Städten, da gibt es eben kleine mittelständische Unternehmen, Weltmarktführer, die eben hochqualifizierte Arbeitsplätze anbieten und die auch da bleiben wollen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und Rahmenbedingungen stimmen heißt, Straße muss sein, sage ich jetzt mal. Ja. Also wenn, sag ich mal, die Brücken im Sauerland die großen LKWs nicht mehr tragen, haben die ein Problem. Und natürlich, auch wenn es sozusagen immer wieder betont werden muss, die digitale Infrastruktur, die ist das A und O. Ohne die digitale Infrastruktur werden wir diese Unternehmen in diesen ländlichen Räumen nicht halten können. Also mittlerweile ist das ja fast ein Allgemeinplatz, dass in Südwestfalen, also im Sauerland, im Siegerland, mehr produzierendes Gewerbe als im Ruhrgebiet ist. Ja, und die sind eben in diesen Tälern bei diesen kleinen Städten. Und ein weiterer Standortfaktor ist mit Sicherheit auch nochmal die Kultur. Ich denke, ne, als Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der ja auch sehr stark in die Fläche geht, ist die Kultur im ländlichen Raum ja besonders wichtig. Frau Ahrens, wir haben darüber im Vorgespräch uns auch nochmal ausgetauscht, welche Rolle sozusagen die Kultur hat und haben kann. Also jenseits von Spielmannszug und Kolpingkapelle, bei aller hohen Wertschätzung, steht da ja auch immer die Frage im Raum, welches Angebot sozusagen kann davor gehalten werden und muss davor gehalten werden? Also muss sozusagen die Kultur im ländlichen Raum einen urbanen Anspruch haben oder ist sie sozusagen im Bereich der eigenen Klasse, sozusagen auch um als weicher Standortfaktor ja, da ins Spiel gebracht zu werden? Also ich glaube sowohl als auch. Sowohl als auch. Also wir haben ja ganz fantastische ehrenamtlich getragene Kultur bei uns in der Region oder überhaupt in Westfalen oder in ländlichen Räumen. Es gibt Freilichtbühnen, es gibt die Musikzüge, die wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität auch haben. Aber wenn ich mich hier mit Kulturschaffenden aus der Region auch unterhalte, dann sagen die, wir haben durchaus den Anspruch, auch mit den urbanen Zentren mitzuhalten. Und natürlich haben wir dann keine Opernhäuser hier in der Region, aber es gibt eben die Möglichkeit, Veranstaltungen zu organisieren, die dann temporär eben ganz bekannte Menschen in die Region holen, sei es aus Künstler, die Bildhauer, Maler, aber auch Musiker, egal ob es jetzt Popmusik ist oder ob es klassische Musik ist. Also diesen Anspruch gibt es auf jeden Fall und der muss auch da sein, weil wir müssen ja zu den Lebensentwürfen der Menschen passen, die zu uns kommen. Und immer mehr junge Menschen gehen aus den ländlichen Räumen weg, gehen in die Welt hinaus, die wissen, was los ist in der Welt, die wissen, was geht. Und wenn die wiederkommen, wir wollen sie ja wieder gewinnen, um dann mit ihren neuen Ideen auch in der Region Fuß zu fassen und die Region voranzubringen, dann gibt es eben auch eine bestimmte Anspruchshaltung. Und diese muss man, denke ich, als ländlicher Raum auch erfüllen und wenn auch nur temporär, aber diese Anspruch auf der einen Seite dieses ehrenamtliche kulturelle Leben zu haben, was ein Riesenstandortfaktor für die Region ist, aber zugleich auch zu schauen, dass man eben auch ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Angebot hat. Das ist, glaube ich, total wichtig und das ist nicht zu vernachlässigen, auch in ländlichen Räumen, wenn man eben attraktiver Standort sein will. Damit sind wir schon fast in der letzten Runde, die so ein bisschen in Richtung Wunschkonzert geht. Also was fehlt eigentlich? Wir haben eben gehört, das Glas ist halb voll, aber da ist noch Luft nach oben, wie das so schön heißt. Also jetzt mal so als ganz konkret, Frau von Hagen, in
West-Bevern. Also, was könnten Sie sich vorstellen sozusagen, was fehlt, was wäre Ihr Wunsch auch an die Politik oder vielleicht auch an Ihre Mitstreiter, vielleicht auch an benachbarte Heimatvereine, was könnten Sie sich da vorstellen? Also ganz aktuell, das heißt so aktuell ist das nicht, wir haben eine Dorfwerkstatt gemacht 2013, 2014, haben sich sehr viele, also insgesamt 600 Leute engagiert. Und was ein wichtiger Punkt war, dass die Menschen, die, sagen wir mal, aus ihren Familien rausgegangen sind in die Welt und wieder zurückkommen wollen, keine Bauplätze haben, schlichtweg. Ah, ja. Wir sind also jetzt seit 7 Jahren dran, genügend Bauplätze zu bekommen nach West-Bevern. Es sieht im Moment nicht so aus, als würde das gelingen. Ein kleiner Punkt ist da in West-Bevern-Dorf. Das sind 4 Grundstücke, die von der Stadt vergeben werden, frei nach einem bestimmten Motto, und die sind auch okay. Die Kirche gibt welche, vergibt 9, glaube ich, in Erpacht. Die verkaufen nichts. Und dann ist noch ein Eigner, dem das ganze Gebiet oder ein großer Teil dieses Gebietes gehörte, der das privat vermarktet. Auch nicht unbedingt für unsere jungen Leute. Wir haben ein Gebiet, ist auch schon untersucht, olfaktorische Gutachtungen sind gemacht worden. Und das ist aber ein Problem mit der Entwässerung. Das ist es allerdings schon seit 7 Jahren. Punkt. Bei uns können die nicht bleiben, wenn sie nicht irgendwie ein Haus kaufen können von Verwandten oder die in kleine Wohnungen umziehen. Es ist einfach zu wenig Platz zu wachsen. Ja, wir landen immer wieder beim Stichwort Infrastruktur, ja. Herr Harteisen. Das wäre dann auch nochmal vielleicht die Frage an Sie. Wo sind sozusagen, oder ich sag mal umgekehrt, wo sind Zukunftsmöglichkeiten für den ländlichen Raum, wenn sich das so pauschal sagen lässt? Gibt es bestimmte Grundregeln, bestimmte Grundsätze sozusagen, die wir in Blick nehmen müssen, um den ländlichen Raum weiterzuentwickeln? Ja, ich meine, das Thema Digitalisierung müssen wir nicht ausweiten, aber das ist die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts, an der immer alles drauf hängt. Ne? Also ja. Da hängt die Arbeit dran, da hängt auch Freizeitverhalten dran, und das muss jetzt passen, das muss überall gut sein, und da passiert ja auch sehr viel. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch schnell weiter. Was mir noch wichtig wäre, ich hatte zu Anfangs ja gesagt, wir müssen wieder stärker positive Geschichten über das Dorf auch erzählen, also Dorfmarketing. Jeder kennt Stadtmarketing, wo die Stärken einer Stadt herausgestellt werden, aber so etwas wie Dorfmarketing gibt es eigentlich nicht. Vereinzelt vielleicht, also wir können gezielt Unternehmer ansprechen, wir können gezielt Menschen in den Städten ansprechen, die vielleicht die Sehnsucht haben, aufs Dorf zu kommen. Die müssen wir ansprechen, die müssen wir einladen, die müssen wir vielleicht zu einer Kulturveranstaltung ins Dorf mal einladen und dann entdecken sie plötzlich, dass man dort leben kann, dass es gar nicht so weit ist, dass es sogar Internet gibt und so weiter und so weiter. Also wir müssen Brücken bauen zwischen Stadt und Land, um Menschen für das Land zu gewinnen. Und ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe der Dorfentwicklung in der Gegenwart. Ich würde noch mal ganz kurz zu Frau Ahrens rüberschalten, denn Ihnen ist es ja gelungen, also Ihnen und Ihrem Team, der Regionale, die Marke Südwestfalen zu platzieren. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, vor etwa 10, 12 Jahren, habe ich gesagt, Südwestfalen ist ja eigentlich keine Region, sondern nicht mal eine Teilregion. Wir haben Siegen-Wittgenstein, wir haben das Sauerland, wir haben den Hellwig, eigentlich 3 sehr unterschiedliche Regionen. Aber inzwischen haben sie es doch geschafft, das sozusagen auch als eine vergleichsweise geschlossene Region hinzubekommen, als Marketing, als Marke zu platzieren und auch nach meinem Eindruck die Dörfer sozusagen in diesem Prozess mitzunehmen. Stichwort Geschichten erzählen. Wie haben Sie das hinbekommen? Können Sie uns da ein bisschen in Ihren Werkzeugkasten blicken lassen? Ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite haben wir, die Region Südwestfalen gibt es ja erst seit 2008. Da war der Zusammenschluss dieser 5 Kreise. Man hat gesagt, wir müssen stärker kooperieren, um auch diesem demografischen Wandel entgegenwirken zu können und unsere wirtschaftsstarken Unternehmen zu unterstützen, Fachkräfte zu finden. Wir hatten auf der einen Seite eben das Strukturprogramm Regionale bekommen, mit dem wir in der Region mit verschiedensten Akteuren eben sehr unterschiedliche Projekte haben entwickeln können, sei es um die Attraktivität der Städte zu verbessern, um die Dörfer miteinander zu vernetzen und Dorfprojekte zu machen, sei es aber auch um Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen stärker zusammenzubringen. Und zugleich zu diesem regionalen Prozess hat die Region eben ein Regionalmarketing aufgebaut, beziehungsweise die Südwestfalen-Agentur, um mal darüber zu berichten, welche Vorzüge hat eigentlich die Region Südwestfalen. Das sind auf der einen Seite landschaftliche Vorzüge, Entschuldigung,
aber es sind eben auch Vorzüge, dass eben sehr viele Unternehmen da sind. Im Grunde das, was die Kollegin von Hagen-Barken eben gesagt hat, fürs Dorf West-Bevern auf großer regionaler Ebene ausgeweitet. Also was gibt es hier für Möglichkeiten, sich auch zu entfalten, beruflich zu entfalten, auch international zu entfalten? Weil ich glaube, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind nicht das piefige Land, sondern es gibt Weltunternehmen hier, die global unterwegs sind. Es gibt Möglichkeiten, es geht auch nicht nur ums Einfamilienhaus, was wir für unsere jungen Leute hier brauchen, sondern wir brauchen auch ganz unterschiedliche Wohnformen. Es gibt Baugruppen, es gibt kleine Wohnungen, die benötigt werden, es gibt große Wohnungen, die benötigt werden. Ich glaube, man muss der Vielfalt der Lebensentwürfe wirklich auch noch mal stärker entgegenkommen, damit man eben auch Menschen, die, ich nenne das jetzt mal, multilokal unterwegs sind, das gibt es ja auch immer mehr, also die ein Standbein in der Stadt haben, aber die zugleich auf dem Land leben wollen, damit man denen auch ein Angebot macht. Also hier in der Region gibt es jetzt die Überlegung, ein sogenanntes Co-Dorf zu errichten mit kleinen Häuschen, einem gemeinschaftlichen Arbeitsraum, also einem sogenannten Coworking-Raum, der für die Menschen im Dorf, in der Stadt von allen genutzt werden möchte, die es können. Aber das ist eben auch nochmal dieser Entwurf, wie Herr Harteisen es gesagt hat, dieses Thema Wohnen und Arbeiten stärker zusammenzubinden. Ein bisschen schauen, dass man Alternativen zu diesen traditionellen Lebensentwürfen findet und auch anbietet. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dazu gehört eben die Digitalisierung, dazu gehört die digitale Anbindung, die eben auch hilft, einmal die Menschen untereinander zu vernetzen, Dörfer zu vernetzen, aber auch die sogenannten Ausheimischen wieder ans Land anzubinden. Also diejenigen, die in Berlin, Hamburg oder in München wohnen, im Grunde sehr oft auch noch eine enge Bindung an ihren Heimatort haben, sie sozusagen auch noch mal mit im Boot zu halten, weiter zu informieren. Und das ist Digitalisierung. Auch dafür ist Digitalisierung eben eine große Chance, um eben so Zukunftsperspektiven für die ländlichen Räume aufzuzeigen. Also das ist, glaube ich, total wichtig, aber wirklich auch zu gucken, es gibt diese traditionellen Lebensentwürfe, aber es gibt eben auch Menschen, die anders leben wollen. Wir haben die Utopia Jugendkonferenz. Unsere jungen Leute, die sagen uns schon ganz genau, was sie auch erwarten, eben von den ländlichen Räumen. Und das ist eben spannend und da auch eine große Offenheit zu schaffen. Ja, vielen Dank. Klingt total spannend und interessant. Auf ins Co-Dorf, ins Sauerland. Vielleicht noch eine letzte Frage an Herrn Löb. Wenn Sie das hören, Markenbildung, das betrifft ja auch, wir haben eben kurz im Vorgespräch diskutiert, auch Stichwort Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der mal irgendwann mit seinem Pferd im Wappen sozusagen da eine große Diskussion hatte. Aber ist ja auch Stichwort Markenbildung. Wie ist das beim Heimatbund? Wie kann der Heimatbund sozusagen dazu beitragen, auch nochmal die Marke des ländlichen Raums zu stärken oder die Mitgliedsvereine des Westfälischen Heimatbundes? Ja, also Frau Ernst hat ja gesagt, also es wäre zu verkürzt, wenn man sagt, die Heimatvereine machen das alles alleine. Ne? Ja. Also bei uns sind knapp 600 Heimatvereine organisiert, aber es gibt natürlich unzählige andere Institutionen, Vereine, auch Schützenvereine beispielsweise, die in manchen Orten alles koordinieren, ne? Und in ähnlicher Weise auch wirklich Zukunft gestalten und eben nicht nur Vergangenheit bewahren. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben für unsere Mitglieder natürlich ein Serviceangebot. Also jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, dass wir sagen, Mensch, jeder von euch, der irgendwas macht, zum Beispiel einen geselligen Abend, muss sich irgendwann früher oder später oder eine Festschrift, eine Chronologie mit Urheberrecht rumschlagen. Also machen wir eine Handreichung Urheberrecht. Mhm. Und zwar so, dass es auch ein juristischer Laie verstehen kann, sage ich mal als Beispiel. Aus meiner Sicht müssen wir dahin kommen, dass wir sagen, und da würde ich mir wünschen, dass wir das Hand in Hand mit dem Land machen, dass wir sagen, wie können wir Heimatpolitik als Politik der Beheimatung von Menschen verstehen, also nicht nur als Projektförderung. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, die, sagen wir, Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, aber wo die auch tendenziell überfordert sind. Und deswegen sage ich mal, wie gelingt es sozusagen, ein Netzwerk von Expertise aufzubauen, auf das eben, sagen wir, Engagierte zurückgreifen können. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Oder wie gelingt es, wenn sich schon jemand bereit erklärt, zum Beispiel mal ein Schwimmbad zu übernehmen, ja, Ausgründung vom Heimatverein. Wie kriegt man das so hin, dass die Vorstandsmitglieder nicht persönlich sofort in Haftung sind? Ja, jetzt mal als Beispiel. Oder wie kann das sein, wenn ein Heimatverein Bänke aufstellt, dass auf einmal das Finanzamt um die Ecke kommt und sagt, wir erkennen euch eure Gemeinnützigkeit ab, weil das ist ja Tourismusförderung. Ja, das sind so Sachen, das ist so absurd, aber das passiert. Und das sind so Sachen, da würde ich mir einfach wünschen, dass man von dieser Projektitis einfach mal ein bisschen Abstand nimmt und sagt,
Wie kriegen wir das gemeinsam hin, dass wir Strukturen schaffen, in denen Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren, in denen die sich engagieren können. Und wir müssen, Frau Ahrens hat es gesagt, gemeinsam machen wir das mit dem Sauerländer Heimatbund. Wir müssen eben auch überlegen, im deutschen Vereinswesen ist es halt so, sie kriegen keinen Menschen mehr in der Vorstandsarbeit, weil jeder weiß, sobald du im Vorstand bist, wirst du mit Füßen voran rausgetragen. So lange bleibst du im Vorstand und wenn es schlecht läuft, bist du der Einzige, der hier arbeitet. Und deswegen müssen wir andere Formen suchen, sag ich mal, wie wir Menschen auf Zeit, und zwar auch junge Menschen, auf Zeit gewinnen können. Und das sind, finde ich, ganz wichtige Fragestellungen. Und wenn wir das schaffen, das gemeinsam konstruktiv zu diskutieren, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, Lotsen zu etablieren und dann auch dauerhaft zu finanzieren von öffentlicher Seite aus, dann mache ich mir ums Ehrenamt im ländlichen Raum überhaupt keine Sorgen. Ja, vielen Dank. Das klingt doch sehr positiv vom Ausblick her. Vielen Dank an alle Beteiligten für diese erste Runde, die ich aber nicht mit Worten schließen möchte, sondern mit ein paar Filmausschnitten, die uns der Westfälische Heimatbund dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Und da geht es sozusagen nochmal um ein paar kurze Schlaglichter von 4 Heimatvereinen im Sauerland, die auf sehr unterschiedliche Weise das Stichwort Heimat aufgreifen, aber eben auch im Dorf, im ländlichen Raum oder in der Kleinstadt sozusagen für Zusammenhalt sorgen. Und damit möchte ich mich bei Ihnen für die erste Runde verabschieden, wünsche Ihnen viel Freude mit dem kurzen Film, der jetzt eingespielt wird. Und im Anschluss wird dann Frau Silke Eilers mit ihren Gesprächspartnern hier in der Runde nochmal diskutieren über die Rolle der Landwirtschaft. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Wir haben jetzt 5 Minuten oder 6 Minuten Filme von Heimatvereinen. Viel Freude damit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer zweiten Gesprächsrunde zum Thema Landwirtschaft begrüßen. Ländliche Räume sind von einem tiefgreifenden Strukturwandel betroffen. Es bedarf also ganzheitlicher Konzepte, die auch die Landwirtschaft in den Blick nehmen. Wobei es sich auch bei der Landwirtschaft wie bei den ländlichen Räumen um keine homogene Gruppe handelt. Ganz aktuell hat die Zukunftskommission Landwirtschaft mit Vertreterinnen und Vertretern von Landwirtschaft, Umweltschutz, Handel, Wissenschaft und Verbraucherinnen und Verbrauchern am 29. Juni ihren Abschlussbericht verabschiedet. Morgen werden diese Empfehlungen an die Bundeskanzlerin überreicht. Der Bericht, so viel ist schon bekannt, setzt auf ein ganz klares Bekenntnis für eine nachhaltigere, zugleich auch wirtschaftlich effektive und gesellschaftlich anerkannte Landwirtschaft. Dafür wird jedoch ein Wandel des Agrar- und Ernährungssystems in ökologischer, aber auch in ökonomischer Hinsicht vonnöten sein, welcher auch nicht ohne gesamtgesellschaftliche Anstrengungen zu realisieren sein wird. Es geht darum, weniger zu produzieren, Ernährung gesünder zu machen, gezielte ökonomische Anreize zu setzen, die Beteiligung der Gesellschaft an den Kosten voranzubringen und Umweltschutz zu verbessern. Die Ansprüche von Verbraucherinnen und Verbrauchern haben sich in den letzten Jahren gewandelt. Tierwohl, Biodiversität und Klimakrise, das sind gesellschaftliche Themen, mit denen auch die Landwirtschaft konfrontiert ist. Derweil fühlen sich manche Landwirtinnen und Landwirte ein wenig von der Politik und der Öffentlichkeit alleine gelassen. Die eine oder der andere fühlt sich in seiner Existenz bedroht und auch nicht mehr wertgeschätzt in seiner Arbeit. Immer neue Regelungen und bürokratische Hürden gibt es, die den Alltag erschweren. Umweltfreundliche Landwirtschaft auf der anderen Seite wird zu wenig belohnt. Dennoch haben sich verschiedene Landwirte und Landwirte auf den Weg gemacht, nach innovativen Wegen zu suchen. Es gibt gute Beispiele, die zeigen, dass Umweltschutz und Landwirtschaft keine Gegner sind. Die Diskussion in der Öffentlichkeit verläuft teilweise sehr emotional. Ein konstruktiver Dialog ist hier sicherlich erforderlich. Wie kann eine Landwirtschaft aussehen, die gesunde Lebensmittel erzeugt, unsere Kulturlandschaften schützt und Bauernfamilien zugleich auch eine gute Existenz sichert? Hier gibt es sicherlich keine einfachen, schlichten Antworten. Mit unserer Gesprächsrunde möchten wir diese Themen heute näher beleuchten. Ganz herzlich begrüßen möchte ich dazu 3 Gäste aus Theorie und Praxis zu unserem Gespräch. Leider musste Herr Martin Breuer, Landwirt vom Hof Lütke zu Techte, in Techte kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen.
Zugeschaltet ist uns Rabea Biegmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Universität Bochum. Guten Tag, Frau Biegmann. Hallo. Außerdem am heimischen PC Herr Julius Jacobi. Er ist Landwirt vom Biohof Jacobi in Borgentreich-Körbecke im Kreis Höxter. Hallo, Herr Jacobi, schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen Abend. Und hier im Studio, last not least, möchte ich Herrn Eckhard Uhlenberg begrüßen. Er ist Präsident der NRW-Stiftung und ehemaliger Minister für Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen, Herr Uhlenberg. Guten Abend. Gerne möchte ich mit Frau Biegmann ins Gespräch einsteigen. Frau Biegmann, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie, Arbeit und Wirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum und Sie promovieren derzeit zum Thema soziale Medien. Ihr Chef, Professor Dr. Rolf Heinze, hat sich bereits vor 30 Jahren mit den ländlichen Räumen beschäftigt und aktuell haben Sie gemeinsam mit der Fachhochschule hier in Münster eine empirische Studie zu Sorgen und Protesten auf dem Land vorgelegt. Aber Sie beschäftigen sich nicht nur aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft heraus mit dem Thema Landwirtschaft, sondern Sie haben auch einen privaten Background, der mit Landwirtschaft zu tun hat. Ihr Vater ist konventioneller Landwirt in Hothmar im Kreis Warendorf. Nebenbei kümmern Sie sich um sein Büro und Sie kennen also die Problemlagen der Landwirtschaft aus eigener Anschauung, kann man sagen. Wir alle kennen aus den Medien oder auch live Bilder von Treckerkolonnen auf den Straßen und vor den Konzernzentralen der Handelsketten. Da gibt es deutschlandweite Aktionen für faire Erzeugerpreise und höhere Wertschätzung des Berufsstandes. Sie haben sich bei Ihrer Studie mit Motiven und Strategien dieser Proteste befasst. Wie sind Sie überhaupt zu diesem Thema gekommen? Warum haben Sie sich mit diesem Thema beschäftigt? Vielleicht können Sie uns dazu ein wenig erzählen. Wie sind wir zu dem Thema gekommen? Natürlich einerseits aus privatem Interesse einfach. Ich bekomme das viel mit durch meinen Vater, was da los ist, was da für Frustrationen teilweise vorherrschen und dass man sich einfach unsicher ist, wie es in der Zukunft weitergeht. Und andererseits natürlich über die Arbeit, über meinen Chef, Herrn Heinze, der sich vor vielen Jahren schon mit dem Thema befasst hat, was da auch im ländlichen Raum eigentlich los ist. Und wie gesagt, oder wie Sie gerade schon gesagt haben, promoviere ich noch im Bereich der sozialen Medien und den Auswirkungen darüber. Deshalb war ich sowieso viel bei Facebook, Telegram und WhatsApp unterwegs und habe geschaut, was ist da eigentlich los, was passiert da gerade mit den Protesten. Ja, Sie haben sich ja sehr intensiv in Ihrer Studie mit den Motiven und Konzepten dieser Proteste auseinandergesetzt. Da würde mich interessieren, wer protestiert da eigentlich? Was sind das konkret für Gruppen von Landwirten? Vielleicht können Sie das uns etwas näher einordnen. Ja, also wer oder was steckt eigentlich hinter den Protesten? Das war auch die Ausgangsfrage, die uns direkt zu Beginn beschäftigt hat. Von außen betrachtet wirken die Proteste wahnsinnig erstmal diffus und auch ausdifferenziert. Es gab in Deutschland stille Proteste wie die Grünen Kreuze oder Strohballenaktionen und wie Sie das eben schon gesagt haben, es gab Blockaden bei den Lebensmitteleinzelhändlern seitens der Landwirte, Mahnwachen in Berlin und auch verteilt über ganz Deutschland und auch einige Online-Aktionen. Auf den Plakaten gab es vielfältige Forderungen, Hintergründe zum Insektenschutz, der EU-Politik, und einfach auch die Rolle der Landwirte in der Gesellschaft allgemein. Und im Vergleich zu den Klimaprotesten zum Beispiel, wo einfach dann wo das 1,5-Grad-Ziel durch CO2-Einsparungen sozusagen vorangestellt wird, gab es bei den Landwirten nicht, den Aspekt, der direkt sichtbar wurde. Und dann haben wir uns mit einer Forschergruppe gemeinsam mit der FH Münster, mit Herrn Kurtenbach und Herrn Küchler überlegt, wie können wir die Proteste eigentlich fassen, irgendwie greifbar machen und beschreiben, was passiert da eigentlich, weil das ja auch relativ neu war Ende 2019 und haben dann die Gruppen in den sozialen Medien weiter verfolgt, eine quantitative Umfrage gemacht und auch Interviews mit Bäuerinnen und Bauern geführt. Und es stellte sich dann heraus, dass es nicht die Protestierenden, die Bewegung, die Beweggründe gibt.
Die Landwirte oder die Landwirtschaft ist in Deutschland ja sehr heterogen. Es waren Landwirte aus ganz Deutschland beteiligt und jeder hat unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Es gibt regionale Unterschiede und in unserer Befragung, wo es sehr rege Beteiligung gab, kam aber raus, dass vor allem konventionelle Landwirte sich an den Protesten beteiligt haben. Die sind dann vor allem, haben Sie eben auch schon gesagt, für die Wertschätzung und auch, ich sag mal, faire Preise auf die Straße gegangen. Dahinter stehen natürlich noch viele weitere Aspekte, unter anderem die nach Meinung der Bauern oft fehlerhafte oder falsch dargestellte Darstellung des Berufsstandes in den Medien, Sorge vor bürokratischem Mehraufwand und viel mehr. Also wir haben dann auch noch mal nach den persönlichen Gründen für die Teilnahme an den Protesten gefragt und da wurden dann vor allem die Sorge vor neuen politischen Vorgaben und Regulierungen genannt, die einfach nicht mehr umzusetzen sind. Mhm. Ja, und vor allem natürlich auch berufliche Planungssicherheiten. Ja, also wir sehen ein ganz breites Spektrum an Motiven und Themenfeldern, die die Landwirtinnen und Landwirte bewegt haben, hier auch für ihre Interessen auf die Straße zu gehen. Sehr gerne hätte ich tatsächlich an dieser Stelle Herrn Martin Breuer als Landwirt, als konventionellen Landwirt auch nochmal mit ins Gespräch aufgenommen. Ich werde jetzt einfach, da er jetzt nicht bei uns sein kann, kurz nochmal auf seinen Background eingehen und auch nochmal auf seine Haltung, um das Ganze auch noch mal ins Gespräch einbringen zu lassen. Also Herr Breuer hat Agrarwissenschaften studiert und ist nach einer Fachberatertätigkeit beim Erzeugerring Westfalen wieder komplett in die Landwirtschaft zurückgegangen. Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau einen Spargel- und Erdbeerhof hier im Münsterland. Daneben mästet er rund 1000 Schweine. Er ist im Ackerbau unterwegs. Er hat 3 Hofläden in Techte und Ostbevern und beliefert mit seinen Produkten auch Gaststätten und den Lebensmitteleinkauf. Einzelhandel. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ein so breit aufgestellter Betrieb, ein Gemischbetrieb, doch eigentlich sehr gut funktionieren müsste und sehr gut gerüstet ist für die Herausforderungen, die die Gegenwart und Zukunft mit sich bringen. Aber Herr Breuer hatte mir gesagt, das hört sich zwar auf den ersten Blick alles gut an, aber es sieht in der Praxis dann doch so aus, dass es nicht alles so gut funktioniert. Er nannte die Stichworte Tierwohl. Düngeverordnung, da gibt es Vorschriften, da blickt man heutzutage auch als jemand, der gut im Thema ist, nicht mehr so einfach durch. Die Pachtpreise steigen, ansonsten sinken die Preise für die Produkte. Es ist dann auch das Thema Mindestlohn zur Sprache gekommen. Die Mindestlöhne steigen, das sieht er natürlich als sehr positiv an. Die Leute sollen ja auch gutes Geld für ihre Arbeit bekommen. Aber andererseits muss man natürlich auch schauen, wie bekommt man diese Gelder wieder rein. Man muss es ja auch finanzieren können. Das sind alles Punkte, die ihn bewegen. Er hat mir dann auch gesagt, dass er mit seinem eigenen Betrieb nicht unbedingt komplett über die Runden kommt, sondern auch noch 2 Mähdrescher mit ins Programm aufnehmen musste. Er muss da auch noch im Nebenerwerb sozusagen tätig sein, um dann auch noch zusätzlich Geld zu verdienen. Das vielleicht dann nochmal zum Hintergrund, wie es denn dann tatsächlich auch auf den Höfen zum Teil aussieht. Da würde ich gerne jetzt auch direkt mit Herrn Uhlenberg ins Gespräch kommen. Herr Uhlenberg, Sie sind in Ihrer langen politischen Vita von 2005 bis 2010 Minister für Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen gewesen. Das hatte ich schon erwähnt. Aber Sie haben auch einen sehr engen persönlichen Bezug zum Thema Landwirtschaft. Noch heute leben Sie auf dem Bauernhof Ihrer Familie im Werle Ortsteil Büderich. Sie haben von Hause aus eine Landwirtschaftslehre absolviert und sind auch Landwirtschaftsmeister. Das heißt also, das Thema Landwirtschaft ist quasi auch Ihr persönliches Leib- und Magenthema. Und seit 2017 sind Sie auch als Präsident der NRW-Stiftung tätig. Sie haben sich stets sehr für die gesellschaftliche Akzeptanz der Landwirtschaft stark gemacht. Können Sie die Bauern verstehen, die heutzutage auf die Straße gehen und protestieren? Können Sie das nachvollziehen oder finden Sie, dass es nicht berechtigt? Nein, ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen. Das hat es ja eigentlich immer gegeben. Also als ich junger Landwirt war, denke ich noch an die machtvollen Demonstrationen des Deutschen Bauernverbandes zurück. Wir sind nach Bonn gefahren mit Bussen unseres örtlichen landwirtschaftlichen Ortsvereins. Wir sind nach Paderborn gefahren, wir haben demonstriert. Wir haben für bessere Preise demonstriert. Damals war ja auch noch die Agrarreform von Mansholt und so weiter, ist auf den Weg gebracht worden. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist immer weitergegangen. Also dass Landwirte demonstrieren, das hat es immer gegeben.
Was sich verändert hat, nach meiner Beobachtung, ist, es ist insofern differenzierter geworden, weil auch das Meinungsbild, das hat Vor- und Nachteile für die Landwirtschaft, wesentlich differenzierter geworden ist. Und es hat neue Organisationen gegeben. Es gibt nicht mehr so diese Landwirtschaft, die gemeinsam auftritt. Also ich sage mal, die Ackerbauern, die Schweinemäster und die Milchbauern, die oft gemeinsam zu einer Demonstration gegangen sind, sondern es gibt jetzt eine Vielzahl von Organisationen, die sich auch ein Stück verselbstständigt hat. Wie gesagt, das ist auch eine Chance, an neue Menschen heranzukommen, die sich für die Interessen der Landwirtschaft einsetzen. Aber man muss auch sehr genau hingucken, was steckt dahinter, welche politische Ansichten stehen auch dahinter. Ist das auch vertragbar mit unserem Grundgesetz, also in einem freiheitlichen Rechtsstaat? Da muss man dann schon hingucken, welche politische Zielsetzung steckt dahinter. Da gibt es ja, ich glaube, auch bei dem, was Frau Bickmann gemacht hat, entsprechende Untersuchungen. Das hat mich auch beschäftigt, ja. Ja, da können wir natürlich gleich zu Frau Bickmann nochmal zurückgehen, denn im Rahmen dieser Studie sind dann tatsächlich auch nochmal die politischen Hintergründe der Demonstrierenden untersucht worden. Und Frau Bickmann, in unserem Vorgespräch hatten Sie mir gesagt, es hätte da bei Ihnen tatsächlich die Vermutung gegeben, dass es da vielleicht auch gewisse rechtspopulistische Tendenzen bei einigen Demonstrierenden geben würde. Aber das hat sich dann tatsächlich nicht bewahrheitet. Vielleicht können Sie uns dazu nochmal was zu Ihren Erkenntnissen sagen. Ja, gerne. Also wir hatten jetzt die Hinwendung zum Rechtspopulismus nicht vorab direkt angenommen oder sind davon ausgegangen, aber wir hatten halt beobachtet, dass es zu dem Zeitpunkt, das war ja Ende 2019, Anfang bis Mitte 2020, eine erhöhte Berichterstattung, vor allem um die Landvolkfahne ging es, um diese schwarze Fahne mit dem weißen Flug, dass es einfach vermehrt in den Medien aufkam und das so ein bisschen von den Protesten selbst abgelenkt hat. Und auch in den Gruppen wird sehr viel darüber diskutiert. Und auch die AfD hat sich, also bei mir in der Heimat im Münsterland, auch so ein bisschen im Wahlkampf damals an die Themen der Bauern angehangen und entsprechende Wahlplakate aufgehangen, wo die aber eigentlich selbst nichts mit zu tun hatten. Und dann haben wir einfach, wollten wir schauen, inwieweit das realistisch ist, was da in den Medien dargestellt wird und warum das Thema so gepusht wird, und wollten es einfach nochmal ja versachlichen, die ganze Diskussion damit, mit halt Daten dazu. Und in unserer Umfrage hat sich, und auch in den Interviews, also die haben wir ergänzend noch geführt, hat sich gezeigt, dass bislang eine Hinwendung zum Rechtspopulismus ausgeblieben ist. Also wir hatten eine Frage in unserem Fragebogen, der nach der politischen Selbstverortung gefragt hat, also ob man sich eher links oder eher rechts einordnen würde. Da hat sich der weitaus größte Teil einfach in der Mitte eingeordnet, was erstmal beruhigend ist. Darüber hinaus gab es eine Tendenz, sich eher rechts einzuordnen, aber ganz nah der Mitte. Und das ist auch eigentlich erwartbar gewesen und erstmal nicht besorgniserregend, sondern so also ein bisschen konservativer würde ich es einfach mal benennen. Insgesamt hat uns aber das Misstrauen gegenüber den politischen Institutionen, was abgefragt wurde, schon ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Und auch die Frage nach der politischen Repräsentation, war ein bisschen schwierig, da sich die Bauern von keiner Partei wirklich repräsentiert fühlen. Und das hat uns noch überrascht, von der FDP eigentlich am meisten repräsentiert fühlen, nämlich mit 40% der Befragten gaben das an. Im Vergleich dazu, die CDU liegt da bei 18% und die AfD bei 3,9%. Und Grüne und Linken, die Linken spielten da jetzt gar keine Rolle. Vereinzelt gab es in den WhatsApp- und Telegram-Gruppen natürlich auch Leute, die mal sehr kontroverse Videos geteilt haben. Das waren aber wirklich Einzelpersonen, die jetzt auch nicht groß auf Resonanz dargestoßen sind. Genau. Ja, man muss ganz einfach sagen, es gibt eben auch eine große Unzufriedenheit mit der Politik. Das ist auch das, was mir beispielsweise Herr Breuer im Vorgespräch vermittelt hat. Denn einerseits gibt es natürlich die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, beispielsweise auf Aspekte wie Tierwohl, Biodiversität und so weiter zu reagieren. Andererseits fühlen sich eben viele Bauern auch mit diesen Dingen alleingelassen, weil immer weitere Forderungen an sie gestellt werden, aber sie dann auch nicht sehen, dass die Politik ihnen da ganz konkrete
Unterstützung leistet. Herr Ullenberg, wie kann es denn da gelingen, die Agrarpolitik an solche aktuellen Herausforderungen anzupassen und da auch die Landwirtinnen und Landwirte zu unterstützen, dass sie dann einerseits natürlich auch solchen durchaus berechtigten Forderungen ja gerecht werden können, aber natürlich andererseits auch ihre Existenz weiterhin gesichert ist? Ja, ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass ich diese Kritik durchaus verstehe, weil gerade in dieser Zeit, in dem auch andere Themen innerhalb der Landwirtschaft, innerhalb der Agrarpolitik stärker in den Vordergrund gestellt worden sind, es bringt eben neue Probleme für die Landwirte, die ihre Betriebe weiterentwickelt haben, mit sich. Es gibt eben neue Auflagen, es gibt die Umweltproblematik, es gibt die Nitratproblematik. Und wenn gerade einer seinen Betrieb weiterentwickelt hat und es gibt dann wieder neue Auflagen und er kann das auch finanziell gar nicht schaffen, dann gibt es natürlich eine Unzufriedenheit. Das muss man auch sehr ernst nehmen und da muss man sich drum kümmern. Und das ist jetzt, glaube ich, auch in der neuen Wahlperiode, die demnächst anfängt, die Aufgabe der Politik, diesen Zwiespalt hinzubekommen, die Landwirtschaft dabei auch zu unterstützen, um diese gesellschaftspolitischen Anforderungen, die es Richtung Landwirtschaft gibt, auch erfüllen zu können. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, wo ich jetzt auch selber ein bisschen enttäuscht bin. Der frühere Bundesminister Jochen Borchert hat ja jetzt vor längerer Zeit schon sehr konkrete Vorstellungen gemacht, wie man da im Zusammenhang mit der Tierhaltung auch einiges verbessern kann. Das haben natürlich viele, aber hat auch gleichzeitig einen Finanzierungsvorschlag gemacht dazu. Und das hat jetzt wieder ein ganzes Jahr ist das hin und her diskutiert worden. Oder hätte man eigentlich vor der Bundestagswahl, so meine ich auch, um die Landwirte abzunehmen, hätte man da weiterkommen müssen. Jetzt hat man das weitgehend auf die nächste Wahlperiode vertagt. Das ist schade. Ja, manche Dinge dauern dann manchmal etwas länger und da würde man sich dann an vielen Stellen sicherlich dann nochmal eine Beschleunigung wünschen. Gerne möchte ich jetzt noch Herrn Julius Jacobi mit in die Runde nehmen. Ich hatte ihn ja schon kurz begrüßt. Er bringt natürlich auch nochmal die praktische Sicht aus der Landwirtschaft mit ein. Herr Jacobi, Sie sind Mitte 20, Agrarbetriebswirt und Junglandwirt, kann man ja wirklich sagen. Im vergangenen Jahr haben Sie den sehr traditionsreichen Biohof Ihres Vaters Josef Jacobi in Borgentreich-Körbecke übernommen. Einen echten Familienbetrieb, da sind wirklich alle mit dabei. Kerngeschäft ist die Saatgutvermehrung, habe ich gelernt. Daneben gibt es auch noch Milcherzeugung und die Hofkäserei, einen gut funktionierenden Hofladen. Das sind weitere Säulen. Ihr Hof ist ein Demonstrationsbetrieb für den ökologischen Landbau. Regelmäßig kommen da auch Besuchergruppen, die Sie über den Hof führen und die den Betrieb kennenlernen. Sie setzen auch sehr stark auf neue Medien. Ich habe einen Hofrundbrief kennenlernen dürfen. Sie sind bei Instagram unterwegs und Sie haben auch einen sehr engen Draht zur Presse. Das heißt, Sie sind da sehr vielfältig und modern aufgestellt. Die Lust an der Landwirtschaft, habe ich gehört, hat Sie relativ spät ereilt. Sie sind Mitte 20, da ist spät natürlich dann auch relativ. Mich würde interessieren, warum sehen Sie Ihre Zukunft in der Landwirtschaft? Also das ist ja für junge Leute heutzutage nicht unbedingt selbstverständlich. Ja, also schönen Abend auch nochmal von mir. Mein Vater hat hier diesen Betrieb in 50 Jahren, die er hier gearbeitet hat, sehr vielseitig aufgestellt, wie Sie ja gerade dargestellt haben. Und daher ist es auch ein relativ gesunder Betrieb. Also wenn mal an manchen Stellen vielleicht irgendwelche Preise nicht so gut sind, dann ist in einem anderen Bereich der Preis vielleicht gerade besser. Und daher kennen wir hier im Betrieb diese extremen Krisen einfach nicht so. Das heißt, wenn der Schweinepreis mal in einem Jahr extrem niedrig ist oder eben der Milchpreis, dann geht nicht der gesamte Betrieb sofort den Berg ab, sondern man hat eben noch viel Rückhalt durch die anderen Bereiche. Und das nimmt einem erstmal vorweg natürlich die Ängste, die man vielleicht auf anderen Betrieben eben dann wirtschaftlicher Form hat. Auf der anderen Seite ist uns im Betrieb immer ganz wichtig, auch gesellschaftliche Strömungen und Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher mit aufzunehmen. Also wir versuchen den Betrieb schon so auszurichten, dass wir einfach zukunftsfähig aufgestellt sind und eben nicht vielleicht an der Untergrenze der gesetzlichen Grundlage wirtschaften, sondern vielleicht auch immer schon mal einen Schritt vorweg gehen und dann eben nicht eingeholt werden von neuen Gesetzesentwürfen, die dann kommen.
Und das ist gerade jetzt beispielhaft. Wir ziehen jetzt seit Anfang des Jahres alle Bullenkälber mit auf. Das ist sonst üblich, dass die mit 2 Wochen den Betrieb verlassen und dann in irgendwelche Mastbetriebe im schlechtesten Fall irgendwo ins Ausland gehen. Und wir haben gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das wird in Zukunft sowieso gefordert werden und das finden wir auch nicht richtig und deshalb machen wir das jetzt schon. Das ist ein finanzielles Risiko, weil das Aufziehen dieser Tiere lohnt sich wirtschaftlich eigentlich nicht. Aber trotzdem ist es uns ein Anliegen, das jetzt schon anzugehen und nicht erst darauf zu warten, bis es irgendwie Vorgabe wird. Mhm. Ja, da haben Sie mit dem Projekt Bruderbullen, wie es heißt, ja wirklich ein ganz innovatives Konzept auf den Weg gebracht. Sie hatten im Vorfeld gesagt, alles hat seinen Preis und wer Käse isst, isst immer auch einen Anteil Rindfleisch. Ich glaube, das ist vielen so gar nicht bewusst. Das ist, glaube ich, auch grundsätzlich ein Problem, dass viele auch heutzutage nicht mehr so einen ganz engen Bezug zum Thema Lebensmittel haben, beziehungsweise auch nicht mehr so genau wissen, wie die Dinge im Einzelnen hergestellt werden. Und da ist Bildung natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Und da setzen Sie ja auch mit Ihrem Demonstrationsbetrieb an, um auch die Leute mitzunehmen und ihnen zu zeigen, wie funktioniert das denn alles im Einzelnen. Biologisch aus Überzeugung, das ist das Credo Ihres Hofes und das auch schon seit 1980, da waren Sie ja schon sehr früh unterwegs. Sie hatten schon kurz angedeutet, Betriebsphilosophie ist die Kreislaufwirtschaft, es geht um ganzheitliches Denken. Warum ist Bio für Sie die Zukunft? Also was sagen Sie konventionellen Landwirten, die sagen, ja, es kann ja nicht jeder Betrieb heutzutage auf Bio umstellen. Das ist ja alles ganz schwierig und ist nicht so einfach möglich. Und da können ja auch nicht alle dann davon existieren. Warum ist das für Sie aber der richtige Weg? Also ich glaube, dass Biolandwirtschaft eben eine sehr nachhaltige Form der Landwirtschaft ist. Im Grunde ist es auch einfach die ursprüngliche Landwirtschaft. Also man versucht einfach im Vorhinein alles richtig zu machen oder zumindest so viel wie möglich. Das klappt natürlich nicht immer. Und dann muss man sehen, wie man damit umgeht. Im Konventionellen hat man dann die Möglichkeit, das Ganze noch durch ein Herbizid, ein Pflanzenschutzmittel zu korrigieren oder eben mit einem Dünger dann noch an den gewünschten Stellen nachzuhelfen. Das ist, wenn es so funktioniert, auch hat das Vorteile. Die konventionelle Landwirtschaft hat nur das Problem, dass sie an vielen Stellen dazu gekommen ist, eben diese Maßnahmen nicht als Notfallmaßnahmen zu sehen, sondern als Standardmaßnahmen. Und die sind Teil der ganzen Bewirtschaftung geworden. Also das ist dann an der Stelle eben nicht mehr nachhaltig, weil der Einsatz von Düngemitteln eben viel zu hoch ist, unter Energieaufwand. Und ich sage mal, viele Betriebe, die langjährig Bio sind, zeigen, es funktioniert auch, die Felder nicht auszumergeln oder Ähnliches, sondern nachhaltig und langfristig zu wirtschaften. Und der Punkt ist einfach, die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen Biolandwirtschaft. Das merkt man im Supermarkt nicht immer. Klar, es ist auch super schwierig, wenn da 2 Produkte nebeneinander liegen, denen man äußerlich erstmal nicht anerkennen kann, was ist denn da jetzt anders, ist ja beides eine Wurst, dass ich jetzt für die eine irgendwie 1 Euro mehr zahlen muss. Und da ist ein Stück weit dann vielleicht auch die Politik gefragt, eben das, was der Verbraucher eigentlich will, finanziell umzusetzen. Und da hat eben die Borchardt-Kommission von Herrn Uhlenberg ja schon angesprochen, da gab es jetzt Vorschläge. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, an der Stelle einzuhaken, die umzusetzen. Aber die Landwirte selber sind natürlich auch gefragt, vielleicht innovativ vorauszugehen. Letztendlich ist jeder ein Unternehmer und darf sich nicht darauf ausruhen, dass wenn ich heute einen Sauenstall mit Kastenständen baue, der in 5 Jahren noch gerettet wird. Also da muss man auch ein bisschen Voraussicht vielleicht als Landwirt an den Tag legen. Mhm. Das heißt, da sind praktisch alle gefragt, da sind die Verbraucher auf der einen Seite gefragt, die natürlich auch ein Stück weit bereit sein müssen, höhere Preise zu zahlen. Da sind Landwirte gefragt, die schauen müssen, wie können sie sich entsprechend zukunftsfest aufstellen. Aber da ist auch die Politik ein Stück weit gefragt. Und ich merke, Herr Uhlenberg, da möchten Sie jetzt gerne an der Stelle nochmal reagieren und auch Herrn Jacobi nochmal antworten.
Ja, ich möchte etwas widersprechen, was das Thema Ausmergeln der Böden angeht. Ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, ob Sie das so gemeint haben, Herr Jacobi, aber das gilt sicherlich auch für die große Breite der konventionellen Wirtschaftenbetriebe nicht. Aber wo ich Sie drin unterstützen möchte, und das ist auch das, was ich vor Jahrzehnten schon gemacht habe, als ich noch in Agrarpolitik drin war, dass ich auch gesagt habe, ein Landwirt ist Unternehmer. Ein guter Freund hat mir vor Jahrzehnten immer gesagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Kichle. Für die Jüngeren, Kichle ist früher mal Bundeslandwirtschaftsminister gewesen. Das heißt, ich sehe das auch so, dass man da zunächst mal Unternehmer sein muss, auch als Landwirt, dass man diese gesellschaftlichen Veränderungen, auch Anforderungen an die landwirtschaftlichen Betriebe, dass man die auch selber als Unternehmer wahrnehmen muss. Und das gilt gerade jetzt auch in dieser Zeit, wenn also jetzt einer einen Stall baut, oder der Stall gerade auch fertig geworden ist, das ist auch besonders schwierig und die Anforderungen sind jetzt andere. Da muss man sehr schnell umdenken. Das muss man auch erwarten von den Landwirten. Das geht gar nicht anders. Sonst würde man sich auch was in die Tasche lügen. Aber die Aufgabe der Politik besteht jetzt darin, in dem Bereich, was Politik kann. Politik kann ja nicht alles. Wir können keine Preise machen oder so. Aber dann ist es eben die Aufgabe der Politik. Und deswegen habe ich eben die Bauart-Kommission angesprochen, dann auch wirklich zu helfen, wie das zum Beispiel beim Erneuerbaren Energiegesetz ja auch geklappt hat, erneuerbare Energien einzuführen. Und wie gesagt, das ist dann, da ist die Aufgabe der Politik dann auch, das entsprechend zu unterstützen, weil sonst viele Landwirte aufhören. Ja, Sie sprachen gerade die Aufgabe und die Rolle der Politik an. Ich denke jetzt an so Themen wie Ferkelkastration, Kastenstände, das Töten männlicher Küken, Glyphosat. Das sind natürlich alles heiße Eisen, die auch öffentlich sehr stark diskutiert werden. Und da wird dann natürlich auch eine Entscheidung getroffen, aber vielfach eben mit sehr langen Übergangsfristen. Man hat das Gefühl, da wird diskutiert sehr lange, da spielen natürlich unterschiedliche Interessenlagen eine Rolle, aber bis dann wirklich Bewegung in manche Themen kommt, dauert es doch sehr lange. Ist Politik da vielleicht manchmal auch zu inkonsequent? Ja, das ist ja auch oft ein Ergebnis von Kompromissen, die dort getroffen werden. Wenn ich an die europäische Ebene denke, wenn ich zunächst mal denke an die Zusammensetzung der Agrarminister in Deutschland, 5 Jahre habe ich ja diesem Club angehört, da geht das noch, da sind dann auch Kompromisse notwendig, aber dann geht man eben auf die europäische Ebene und da dauert es länger. Wir in Deutschland sind ein Land eben mit 70, 80 Millionen Verbrauchern, wir haben da sicherlich eine besondere Funktion. Aber um es auch den Landwirten zu ermöglichen, wird es ein bisschen sicherlich auf die Zeitschiene geschoben, damit es auch wirtschaftlich überhaupt verkraftbar ist. Das muss man auch dabei berücksichtigen. Es darf natürlich nicht zu lange dauern. Mhm. Frau Biegmann, ich hatte ja schon erwähnt, dass Sie auch einen landwirtschaftlichen Background haben sozusagen. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es derzeit leider noch keine Perspektive für den Hof Ihres Vaters gibt. Weder Sie noch Ihre beiden jüngeren Geschwister konnten sich dazu durchringen, den Hof künftig weiterzuführen. Ihr Vater ist aktuell in den 50ern. Er wird das also auch noch weiter betreiben können, wenn die Gesundheit es zulässt. Aber natürlich muss man schauen, wo geht die Reise hin? Wie schätzen Sie das ein? Das ist natürlich auch eine wichtige Lebensfrage. Ihr Vater möchte natürlich auch nicht einfach den Hof aufgeben. Er möchte dort wohnen bleiben. Wie schätzen Sie das Ganze ein? Wie kann es da weitergehen? Ja, also wenn ich darauf eine Antwort hätte auf diese Frage, das wäre natürlich super. Es ist einfach gerade ein wahnsinnig schwieriges Thema und ein komplexes Thema, auf das es jetzt natürlich die Antwort nicht gibt. Also klar, Sie haben das eben auch schon mal gesagt, also der Strukturwandel der Landwirtschaft war jetzt schon länger abzusehen und trotzdem wächst so ein Hof ja mit der Zeit. Und es ist nicht einfach eine Entscheidung von heute auf morgen, einen Stall neu zu bauen oder wenn der dann erstmal steht, muss er erstmal abbezahlt werden. Genau, also wir sind uns noch nicht sicher, wie es weitergeht. Wir Kinder werden den Hof nicht übernehmen. Jetzt muss man schauen, ob vielleicht jemand mit einsteigen möchte, wobei das ja gerade zu diesen Zeiten auch schwierig ist, da auch wen Passendes zu finden. Ja, Herr Uhlenberg, welche Perspektiven kann man da eröffnen? Da steht man natürlich wahrscheinlich auch ein Stück weit etwas hilflos dieser Entwicklung gegenüber. Aber was würden Sie dann Landwirtinnen und Landwirten mit auf den Weg gehen, die vor solchen schwierigen Entscheidungen stehen?
Ja, da kann ich einfach nur raten, dass man sich sehr früh mit einer solchen Situation auf dem Hof auseinandersetzt. Das kann man auch nicht immer alleine schaffen, sondern man braucht auch Beratung. Also ich bin da auch immer jemand gerne gewesen, der zum Beispiel von der Landwirtschaftskammer oder von anderen Organisationen die Beratung in Anspruch genommen hat. Man macht sich da oft selber auch etwas vor. Ich habe zu Hause einen 32 Hektar Betrieb. Ich hätte mir vor 25, 30 Jahren nicht vorstellen können, dass das eines Tages kein Vollerwerbsbetrieb mehr ist. Und es ist auch so, dass meine Kinder dann schon vor Jahren auch beschlossen haben, dass keiner Landwirt wird. Vielleicht hat meine politische Tätigkeit im negativen Sinne auch zu beigetragen. Aber diese Entwicklung konnte ich mir jetzt schon seit einigen Jahren ansehen. Und da gibt es einfach zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist, wenn man das Land verpachtet, das ist überhaupt keine Herausforderung. Da kloppen sich die Nachbarn drum. Also dass man das Land wird man ja gut los. Das ist zumindest in der Soester Börde, in der Warburger Börde und in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen überhaupt kein Problem. Aber die Schwierigkeit besteht natürlich darin, was wird aus den Gebäuden? Wir haben ja eben dieses Forum ländlicher Raum gehabt, da spielt das auch eine große Rolle. Also wenn ich durch Teile des Kreises Soest fahre, dann sehe ich auch vor dem Hintergrund des Strukturwandels die Betriebe, wo man sieht, die werden heute wirtschaftlich nicht mehr betrieben. Da muss man eben sehr früh anfangen. Wer wohnt da auf Dauer? Kann man den Kindern das so schmackhaft machen, auch in Kombination mit ihren neuen beruflichen Herausforderungen oder mit ihren Berufen, die sie ergriffen haben, dort wohnen zu bleiben? Da spielt das Internet eine große Rolle. Auch das ist eben diskutiert worden. Und ich habe mich dann eben mit meiner Familie darauf konzentriert, dass die Kinder auf dem Hof wohnen. Also das ist bei denen jetzt beruflich machbar. Ich bin aus dem Haus rausgezogen, habe Platz gemacht, bin auf die Dele gezogen, wo ich jetzt schlafe, haben früher Pferde gestanden und habe die Dele benutzt, um mein Wohnzimmer einzurichten, was mir sehr viel Spaß macht. Also man kann aus alten Höfen schon eine Menge machen. Man muss es auch ein bisschen zu seinem Hobby machen. Wenn das richtig gelingen soll, das macht man nicht so nebenher. Aber das ist natürlich dann auch Verhältnis Landwirtschaft, ländlicher Raum ganz wichtig, dass diese schönen Höfe, die vielleicht dann nicht mehr im Vollerwerb bewirtschaftet werden, dass die Gebäude eine Perspektive haben und damit der ländliche Raum, das hängt eben sehr eng miteinander zusammen. Und das ist eben von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Und da muss man sich dann zusammensetzen und gucken, was kann man da machen? Wie kann man die Gebäude nutzen? Welche Möglichkeiten der Dorferneuerung gibt es? Wie sieht es mit dem Denkmalschutz aus? Ich bin ein großer Anhänger des Denkmalschutzes, aber viele sagen, um Gottes Willen, das können wir gar nicht alle schaffen. Da braucht man gute Beratung und dann ist das in vielen Fällen auch möglich. Mehr könnte ich da gar nicht zu sagen. Baukultur ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt für die Attraktivität ländlicher Räume. Da haben Sie ein wichtiges Thema angesprochen. Herr Jacobi, ich würde gerne noch mal auf Sie zukommen. Also bei Ihnen stellt sich ja jetzt das Problem der Hofnachfolge nicht. Sie sind ja jetzt eingestiegen, gemeinsam mit Ihrer Frau, die ist Mediengestalterin, die setzt sich auch sehr stark dafür ein, dass das Thema auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher herangeführt wird. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch beratend unterwegs sind, also dass sie auch konventionelle Landwirtinnen und Landwirte beraten, die gerne umstellen möchten. Wie gehen Sie da vor? Was sind Ihre Ratschläge? Was kann man tun, um auch das Thema ja, Umweltschutz, Biodiversität, Tierwohl voranzubringen, auch vielleicht in kleinen Schritten? Man muss ja vielleicht auch nicht unbedingt gleich die große Umstellung wagen. Das ist für viele wahrscheinlich auch nicht so einfach. Aber was ist da Ihr Rat? Ja, also ich bin tatsächlich jetzt nicht aktiv beratend tätig, aber dadurch, dass wir Saatgut an Landwirte vermarkten, fragen die potenziell die konventionellen Landwirte natürlich dann auch, Mensch, ihr hört doch viel, ihr macht doch viel, sowieso schon sehr lange Bio, wie macht ihr das denn? Und an der Stelle nochmal auf das Ausmergeln zurückkommt, das war eben tatsächlich nicht so gemeint, dass konventionelle Kollegen den Boden ausmergeln, sondern dass häufig über Biobetriebe gesagt wird, dass sie Boden ausmergeln, und das wollte ich nur sagen, dass das bei uns zumindest nicht der Fall ist, über viele, viele Jahre. Genau, und das ist, glaube ich, für viele Betriebe auch einfach schon mal ein Ansatzpunkt. Erstmal zu merken, okay, Bio kann auch gut funktionieren, sowohl für Boden als auch für die Tiere, als auch wirtschaftlich. Und das kann, denke ich, auch für viele Betriebe funktionieren. Und
Was einfach ein Punkt ist, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, diese Denkweise wieder versuchen, im Vorhinein mehr richtig zu machen. Ich glaube, das ist für jeden Landwirt, ob konventionell, ob Bio, schon ein guter Ansatz. Und eben, das ist im Bioanbau eigentlich das Zentrale, die Fruchtfolge. Wenn ich ein Feld habe, baue ich in dem einen Jahr das an, in dem anderen Jahr das, in dem nächsten Jahr was anderes. Und da ist es sehr wichtig, das Ganze vielseitig aufzustellen. Also nicht immer nur Weizen, Raps, Gerste, sondern eben bei uns im Betrieb ein Kleegras, mal eine Bohne, die eben Stickstoff aus der Luft sammeln und man dann eben nicht zusätzlich düngen muss. Und da gibt es viele verschiedene Ansätze, die man im Einzelnen auch als konventioneller Landwirt natürlich schon gut mitnehmen kann. Und das machen viele Landwirte. Und gerade da habe ich höre ich immer häufiger, gerade von Betrieben, die umgestellt haben, wie glücklich sie das gemacht hat, da zu merken, Mensch, das funktioniert ja, da muss man am Ende vielleicht gar nicht mehr spritzen, weil man vorher ein Kleegras hatte, was das Unkraut unterdrückt, und da werden plötzlich die Umstellungsbetriebe zu den besseren Biobauern, also die, die schon seit 20, 30 Jahren Bio machen, ja, ja, die machen so wie immer, und die neuen Betriebe, die werden richtig innovativ und kriegen da Freude dran. Und das ist eigentlich dann schön zu beobachten, zu merken, wenn man da mal über den Tellerrand guckt und eben den Schritt wagt, dann hat das häufig viele Vorteile. Und das bestätigt mich zumindest in meiner Arbeit, wenn ich merke, die meisten Betriebe, die umstellen, die sagen auch, Mensch, das ist der Weg, das ist gut. Und die wenigsten Betriebe gehen wirklich den Schritt zurück und sagen, nee, das funktioniert für mich nicht. Genau, dann wollte ich noch einmal ganz kurz Bezug darauf nehmen, weil mich das vorhin gefreut hat, dass sowohl Herr Uhlenberg als auch Frau Biekmann sich auf diese Bündnisse bezogen haben, dass bei dem Bauernprotest, dass man da genau drauf guckt, was für Bündnisse da eingegangen werden, und eben auch die Tendenz anscheinend nicht so negativ ist, wie vielleicht in der Berichterstattung gesagt wurde. Das ist erstmal was sehr Positives. Und ich glaube, das hat auch viele Vorteile, wenn man eben Bündnisse eingeht. Und dieser Protest, der muss nicht nur von Seiten der Landwirtschaft ausgehen. In Berlin gibt es schon seit 2011 einen Protest, wo Bäuerinnen und Bauern zusammen mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern demonstrieren für einen Wandel in der Landwirtschaft. Und gerade jetzt die Zukunftskommission, die hat genau das auch umgesetzt. Und das ist eigentlich ein richtig positives Zeichen, dass die Zukunftskommission so viele verschiedene Interessen und Verbände unter einen Hut gebracht hat und da quasi eben das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen, auch mit der Landwirtschaft in Verbindung bringt. Ja, da wollen wir dann auch hoffen, dass das, was von der Zukunftskommission jetzt als Empfehlung auf den Weg gebracht worden ist, denn es ist ja nicht rechtsverbindlich, es sind ja, ja Gedanken, die nochmal entsprechend zusammengestellt worden sind, dass es auch tatsächlich dann in die Tat umgesetzt wird. Und da sind natürlich alle Seiten dann an der Stelle auch gefragt, sich da entsprechend einzubringen. Herr Uhlenberg, wie sehen Sie denn die Empfehlung der Zukunftskommission Landwirtschaft? Ist das etwas, was sich aus Ihrer langjährigen politischen Perspektive wirklich umsetzen lässt? Oder sind das jetzt nur nette Lippenbekenntnisse? Oder ist das etwas, was wirklich dann jetzt auch Effekte erzielen wird? Also ich muss sagen, dass ich Sie im Detail noch nicht kenne. Aber was ich so höre, was die Ansätze angeht und die Linie, die da vorgegeben wird, begrüße ich das sehr, dass gerade auch die Landwirtschaft in ihrer Vielfältigkeit unterstützt wird. Auch zum Beispiel, wie der Betrieb von Herrn Jacobi betrieben wird. Aber es gibt heute eine breite Palette von landwirtschaftlichen Betrieben, das ist vielfältiger geworden, und denen müssen wir insgesamt gerecht werden. Und von daher bin ich froh, dass diese Kommission gearbeitet hat, dass sie jetzt ihren Abschlussbericht auch vorlegt, und dann muss es wirklich auch in der nächsten Wahlperiode im Bund und in den Ländern umgesetzt werden. Das ist jetzt die nächste große Herausforderung. Ich finde das gut, wie Herr Jacobi das macht, auch was die Beratung von Betrieben angeht, die möglicherweise auf Bio umstellen. In meiner Ministerzeit habe ich immer Veranstaltungen durchgeführt, gesagt, da sind so Betriebe 30, 40 Hektar, die keine Möglichkeit mehr haben, weitere Flächen zu pachten, aus welchen Gründen auch immer, oder wo die Gebäude das nicht hergeben. Da haben wir auch dafür geworben, auch von Seiten unserer Landesregierung damals,
dass diese Betriebe sich beraten lassen, ob die Bioschiene vielleicht nicht für sie das Richtige ist. Also diese Schlachten von früher, als ich vor 30, 40 Jahren mit der Agrarpolitik anfing, die findet eigentlich heute nicht mehr statt. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Und da ist der Betrieb Jacobi. Herr Jacobi, ich kenne ja auch Ihren Vater von vielen gemeinsamen Schulungen vor 30, 40 Jahren, ob das Haderhausen oder Friedeburg war, ist das heute eine ganz andere Welt und die jungen Bauern gehen da auch offen an diese Herausforderung an. Ich möchte aber auch dafür werben, dass man die Programme, die es heute schon gibt, jetzt gar nicht nur auf diese Kommission wartet, im Sinne von Biodiversität und Vielfältigkeit in der Landwirtschaft nutzt. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen, die NRW-Stiftung hat gemeinsam mit der westfälischen Kulturlandschaft, aber auch mit der rheinischen Kulturlandschaft ein Programm auf den Weg gebracht, das heißt Lepus, das lateinische Wort heißt der Hase, dass wir also zu einer besseren Biodiversität gerade in den Ackerbauregionen von Nordrhein-Westfalen kommen. Also das ist das Münsterland, das ist Ostwestfalen, das ist auch die Soester Börde, das ist die Köln-Aachener Bucht, das ist weniger, sind weniger die Grünlandregionen, sondern dass wir da jetzt auch Geld zur Verfügung stellen, also wir unterstützen das Personal, findet eine konkrete Beratung mit den Landwirten vor Ort statt, mit den Naturschutzverbänden, mit den biologischen Stationen, mit den Jägern, um diese Programme auf den Weg zu bringen. Da kann man jetzt schon eine ganze Menge machen und da läuft auch einiges. Mhm. Ja, das ist ja auch Ihr Ansinnen als NRW-Stiftung, auch in diesem Bereich entsprechend unterwegs zu sein. Also es geht nicht nur um die Förderung ehrenamtlichen Engagements in der Heimatpflege und der Kulturpflege, mhm. sondern Sie sind da ja auch sehr stark im Naturschutz unterwegs und da ist das Lepus-Projekt ja sicherlich etwas, was da auch entsprechend gut angenommen wird. Oder wir fördern im Kreis Höxter ein Projekt, wo die biologischen Stationen, die Landwirte und die Jäger und die Naturschutzverbände zusammenarbeiten, um in einem Flächenkreis wie dem Kreis Höxter gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen. Mhm. Ja, das sind sicherlich gute Ansätze, um die ländlichen Räume auch zukunftsfest und zukunftsfähig aufzustellen. Frau Biegmann, da würde ich gerne Sie noch mal fragen, vor dem Hintergrund der Erkenntnisse, die Sie aus Ihrer Studie gewonnen haben, aber auch mit Blick noch mal auf die private Situation und den landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause. Was sind Ihre Empfehlungen, Ihre Erkenntnisse? Wessen bedarf es, um ländliche Räume und konkret die Landwirtschaft fit zu machen für die Zukunft? Was würden Sie uns da mit auf den Weg geben wollen? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich da die richtige Person bin, dafür Tipps zu geben, aber generell ist natürlich ein Dialog, einfach Kommunikation zwischen Verbrauchern, Landwirten und auch der Politik sehr wichtig. Das wurde jetzt ja auch angestoßen, Sie haben es auch schon genannt, mit der Zukunftskommission. Ich bin sehr gespannt auf den Bericht und was daraus folgt, aber ich glaube, im Grunde genommen muss es alles zusammenpassen und ich glaube, dass auch Verbraucher, Landwirte und auch die Politik ja alle am Tierwohl, am Umweltschutz und auch an der Ernährungssicherheit im Endeffekt interessiert sind. Mhm. Im Vorgespräch mit Herrn Breuer habe ich ihm auch die Frage gestellt, was er sich denn seitens der Politik wünschen würde an Unterstützung. Und da hat er rundheraus sofort gesagt, also aus seiner Sicht wäre das Wichtigste, alle EU-Agrarsubventionen abzuschaffen. Also das wäre auf jeden Fall das Richtige, der richtige Weg, um da auch zu guten Ergebnissen zu kommen. Was sagen Sie denn dazu, Herr Ullenberg? Ja, ich kenne diese Forderung von aus der Landwirtschaft seit vielen Jahrzehnten, aber auch nur von einigen Landwirten. Die breite Mehrheit der Landwirte sieht das anders. Das wird auch so kommen. Also ich glaube, da muss sich Herr Breuer dann noch etwas gedulden. Wenn man sich die Agrarverhandlungen in Brüssel angesehen hat, haben die auch inzwischen eine andere Bedeutung, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Aber wenn ich mir die Gewinne auf den Betrieben heute ansehe, dann ist es so, dass der Anteil dieser Mittel, die von Brüssel zur Verfügung gestellt werden, am Gewinn des landwirtschaftlichen Betriebes immer noch einen großen Anteil haben. Und von daher ist es sicherlich langfristig richtig. Ja, ich sehe da aber jetzt auch so die Existenz der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe, denen das sicherlich schwerfällt, von heute auf morgen auf diese Mittel zu verzichten. Aber nach der Reform der Agrarpolitik besteht diese Gefahr ja auch nicht. Aber eben sehr viele Landwirte, die auch als Unternehmer tätig sind, möchten, dass diese Mittel ganz gestrichen werden. Mhm.
Ja, die Zukunftskommission hat ja jetzt auch eine ähnliche Forderung gestellt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass schrittweise und dann bis 2030 diese Subventionen auch dann komplett abgeschafft werden sollen. Und es soll darum gehen, auch stärker künftig zielgerichtet zu fördern und da eben nicht mehr so mit dem Gießkannenprinzip unterwegs zu sein. Geld ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Ich möchte Sie jetzt aber noch mal fragen, Herr Jacobi, was ist denn Ihre Erwartungshaltung? Wir haben ja schon gehört, es funktioniert bei Ihnen gut auf Ihrem Biohof. Sie sind da eigentlich ganz zufrieden und schauen da auch ja, beruhigt in die Zukunft. Was wäre denn Ihr Wunsch, den Sie hier jetzt in unserer kleinen Runde nach draußen adressieren wollen würden? Ja, wo wir gerade beruhigt in die Zukunft und Subventionen sagen. Also da geht es mir sicherlich anders als Herrn Breuer. Also Herrn Breuer, wie ich eben gehört habe, Spargel, Erdbeerenbetrieb, ich weiß jetzt nicht wie flächenstark, aber eventuell spielt da tatsächlich prozentual die Subvention am Gewinn weniger eine Rolle. Bei uns ist es schon nicht unwesentlich. Also als Biobetrieb kriegen wir natürlich auch Förderung, auch pro Hektar, was Sie gerade gesagt haben, nach dem Gießkannenprinzip. Ich bin ganz klar der Meinung, es sollte eben nicht diese Hektarprämie geben, sondern öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Das heißt, Leistungen, die zur Biodiversität beitragen, den Naturschutz unterstützen oder ähnliches. Aber diese Subventionen komplett abzuschaffen, das wäre mir auch zu ambitioniert, weil Landwirte sind am Ende, ja, gestalten die Kulturlandschaft. Und wenn sie Leistungen erbringen sollen in der Kulturlandschaft, die gesamtgesellschaftlich wichtig sind, eben Hecken pflanzen, Blühstreifen anlegen und ähnliches, dann muss es dafür natürlich auch eine Entlohnung geben. Und deshalb finde ich die Subventionen nach wie vor wichtig. Das nur einmal kurz vorweg. Für uns im Betrieb hoffen wir natürlich, dass eben diese Bündnisse gestärkt werden, dass die Politik auch auf diese Bündnisse hört. Ich bin sehr froh, dass der Bauernverband Teil dieses Bündnisses war. Also ich bin nun noch nicht so alt, dass ich die ganze Geschichte des Bauernverbands miterleben konnte, aber ich habe ihn doch sehr ja, als altes bewahren, die Betriebe schützen, so wie sie sind, und vielleicht auch eben die einzelnen Betriebe nicht zu schützen, sondern eher die Gesamtproduktion zu schützen und dann eben auch die nachgelagerten Bereiche eher zu forcieren. Und ich denke, da gibt es inzwischen eine klare Tendenz, dass jeder Hof zählt. Und da gibt es auch andere Berufsverbände, die vielleicht eigentlich den Berufsstand besser vertreten als der Bauernverband, zumindest bisher. Also da scheint sich doch ein Wandel getan zu haben und da bin ich sehr froh drum. Und das hoffe ich, dass das einfach so weitergeht, dass quasi auch die Landwirtschaftsverbände, die jahrelang nicht unbedingt förderlich für den einzelnen Betrieb beraten haben, da ein Umdenken stattfindet und dass sich dann auch bei der Bundestagswahl natürlich ein bisschen ja, aufzeigt. Mhm. Ja, da dürfen wir dann natürlich alle gespannt sein, wie es bei der Bundestagswahl weitergeht. Wir haben gerade schon gesehen, was die finanzielle Unterstützung angeht, gehen die Meinungen auch auseinander. Wenn ich Herrn Jacobi richtig verstanden habe, möchte er nicht auf finanzielle Zuschüsse verzichten, aber es sollte dann natürlich für die richtigen Maßnahmen sein und an die richtige Stelle dann auch gehen. Ja, das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort unserer kleinen Runde. Ich denke, wir haben noch einmal gesehen, es bedarf wirklich eines gesellschaftlichen Kompromisses zur Zukunft der Landwirtschaft, um auch eine Lösung für die verschiedensten Konfliktlinien, die es ja auch wirklich gibt, zwischen Landwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Ernährungswirtschaft und Handel, aber auch Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erzielen. Und Akzeptanz und gegenseitige Wertschätzung und ein ganz offener Dialog über die verschiedenen Problemlagen, aber auch die Potenziale und Möglichkeiten, das sind dabei sicherlich ganz wesentliche Faktoren. Und jeder muss im Grunde seinen Beitrag dazu leisten. Alle Seiten sind hier gefragt. Auch die Gesellschaft insgesamt ist da einfach auch
In der Pflicht. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei allen Referentinnen und Referenten unseres heutigen Abends bedanken. Natürlich erstmal einen herzlichen Dank an die Gesprächsrunde, teils physisch, teils digital, aber auch nochmal an die Beteiligten unserer ersten Runde. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einige interessante Einblicke und Impulse, Dorfideen mit Weitblick vielleicht auch gewonnen haben und dies auch für die weitere Diskussion zum Thema ländliche Räume befruchtet. Westfälische Heimatbund und Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben und auch die NRW-Stiftung werden die Themen des ländlichen Raumes weiterverfolgen und auch im Rahmen des Projektes Dorfideen mit Weitblick mit dem Wochenblatt werden wir weiterarbeiten. Es ist zu Beginn von Herrn Löb schon erwähnt worden, es wird eine Ausstellung geben, es wird auch eine Publikation geben, eine Handreichung, in der wir noch einmal wissenschaftlichen Input, gute Beispiele aus der Region Westfalen-Lippe und auch einen umfänglichen Serviceteil mit Informationen beispielsweise zum Thema Fördermöglichkeiten, das ist ja für viele auch durchaus interessant, noch einmal zusammenstellen werden. Diese Publikation wird im September erscheinen und wir werden sie sehr gerne kostenlos auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer heutigen Veranstaltung, Ihnen zu Hause, gerne zur Verfügung stellen. Sie sind auch in der Folge herzlich eingeladen, uns Ihre Anregungen und Fragen zu schicken und wir werden darauf natürlich auch gerne in der Folge eingehen. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.